Alright, dann wollen wir mal so langsam starten. Wir haben es 7:05 und zugegebenermaßen heute an diesem warmen, ja, Mittwoch, ein Tag der Tage. Ich freue mich, dass wir uns heute hier alle zusammenfinden und der Raum sich hier weiter prall füllt. Gerade 5 Minuten vor der Zeit, eben vor dem ja doch schon einzigartigen Event. Denn, und das ist ganz interessant zu wissen, mal etwas für die Lehrbücher, neben gespitzten Bleistiften und dergleichen, gab es sowas wie heute eigentlich nur dreimal in den letzten 20 Jahren, nämlich den Schwenk eines Zinszykluses. Also es ist schon etwas legendär. Und auch vor dem Hintergrund sehr interessant, was da heute passiert. Ja, es ist einiges eingepreist, wird der Markt überrascht. Also so spannend wie heute war es selten. Darum haben wir eine hohe Volatilität. Ich begrüße euch deshalb an dieser Stelle, liebe Leute, zu unserem heutigen nochmal Live-Event Picture. Der ein oder andere dürfte das kennen. Ich freue mich heute, Andreas mit dabei zu haben, unseren Scalp-Experten. Der hat ja hier schon rumgescalpt, als ich noch nicht mal wusste, was der ein oder andere Marktzug überhaupt mit sich bringt. Also wirklich ein alter Hase. Andreas, Grüße an dieser Stelle. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallöchen, ja, das hat mich auch viel Haare gekostet, wie man jetzt an dem Foto nicht erkennt, aber da bist du ja noch ein bisschen besser gesegnet als ich. Ja, insofern aufregend, die Börse. Ah, weit gefehlt in Sache Hahn. Auch ich habe den Heiligenschein schon mit mir getragen, aber das ist natürlich bei sauberem Geschäft, wie wir das ja bei JFD pflegen und auch im sauberen Trading, wie du es pflegst, hier zu transportieren. Ich will an der Stelle auch gleich nochmal den Hinweis über den Ether jagen, liebe Leute. Natürlich, das ist heute ein Live-Event. Andreas handelt sehr wahrscheinlich auch ein Live-Konto und ihr wisst es, liebe Leute, alles auf eigene Gefahr. Ja, ESMA, MiFID, große Regeln, das Finanzregulierungs Konglomerat hat hier praktisch seine Wurzeln überall ausgesät und wir müssen natürlich hier ganz klar den Risk-Hinweis geben. Ja, das weiß jeder von euch selbst, aber die Tugend reizt es wieder aus, dass wir das natürlich auch präsentieren müssen. Ihr handelt alle auf eigenes Risiko, es sind keine Handelsempfehlungen und ihr wisst natürlich, dass es heute hier auch um die Vermittlung von Vorgehensweisen geht. Ja, je nachdem, was wir machen, ich finde es wie gesagt eher herausragend, dass Andreas sich dem Markt stellt, hier live und im Übrigen auch während der nächsten Monate immer zum FED-Event könnt ihr euch gleich einschreiben im JFD-Newsletter, einen Haken setzen oder wenn ihr bei Kunden bei uns seid, ohnehin ja stets informiert werdet über neue anstehende Termine. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir mit dem Andreas Bernecker 1977 hier auf Tuchfühlung gehen und praktisch immer zu den FED-Events an den Start gehen. So, ich würde den Bildschirm jetzt gern mal zu dir rüberwerfen, Andreas, Ja, wir dass testen du, das mal. genau, es geht ja wie gesagt gleich los. Liebe Leute, nochmal am Rande an der Stelle, es ist auch so, dass wir heute natürlich die Pressekonferenz auch noch haben, wo es sehr, sehr spannend wird im Rahmen dessen, was denn natürlich noch nach der Zinsentscheidung vielleicht im weiteren Jahresverlauf fällig werden wird. Nicht wundern, wenn der Bildschirm kurz weg ist. Jetzt ist es, da steht zwar jetzt gerade Stefan als Vollzeitrader, okay. Das ist übrigens unser Quantenmanager für die algorithmischen Systeme an der Stelle. Grüße, falls du auch dabei bist heute. Aber dein Bildschirm ist zu sehen. Bestätigt mir das mal kurz im Chat, ob ihr das Bild vom Andreas seht und ihn auch gut hören könnt. Das wird nämlich in den nächsten 30 bis 45 Minuten umso wichtiger sein. Erstmal auch Hallo an alle, die noch reingekommen sind. Michael, Peter, Karl, Ottmar, Kurt, Michael, nochmal, Daniel. Auch ein paar Damen haben wir dabei. Bild da aus Wien. Wir haben auch Das Österreich wundert mich zugeschaltet. nicht, Chris. Was? Das wundert mich nicht, dass du die Damen quasi hier im Webinar anlockst bei deinen ganzen Erlebnissen und Bildern, die man auf den sozialen Kanälen sieht. Das ist ja ein Traum, an deiner Seite mitreisen zu dürfen. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Und das ganz unbezahlt heute, mein Großer. Das ehrt mich aber sehr an der Stelle. Aber wie gesagt, es ist in der Tat so, und das mag nicht unbedingt an meiner einer liegen, sondern wahrscheinlich auch an deiner einer, die uns hier sozusagen beehren und dir auch über die Schulter schauen. Jetzt will ich mal auf die Uhr schauen. Also wie gesagt, du bist gut zu hören. Es hallt etwas. Das liegt wahrscheinlich darum, dass du bei dir im Loft wieder sitzt, unter freiem oder im Wintergarten vielmehr, mit Blick über Berlin. Aber ich höre dich gut, das heißt, tontechnisch geht's. Wir sehen auch dein Bild. Und insofern, jetzt sind wir kurz vor 8 und wir warten mal ab, was passiert. Alles okay. Ich will auch mich ein Stück weit zurückhalten. Liebe Leute, nur an der Stelle, wenn ihr Fragen habt, ich sehe die vielen Grüße, alles okay. Wie gesagt, schreibt gern mal, von wo ihr zuschaut, gerade vielleicht auch Ausland, Österreich, Schweiz indirekt. Gebt mir da mal ein Feedback und ansonsten wünsche ich jetzt viel Spaß. Ja, wunderbar. Ich denke, das wird auch ein Schlagabtausch bleiben zwischen uns. Also ich hoffe mal nicht, dass du ab 20:15 Uhr rüber zappst zu RTL, zur Bachelorette und Das war meine da Idee.
in Pension holst, sondern dass du hier auch dabei bleibst. Das würde mich persönlich auch sehr freuen. Ich habe auch ein paar Slides vorbereitet, damit das Ganze nicht langweilig wird. Und habe in der Tat auch zu deinem Disclaimer, wollte ich das eigentlich noch mit einblenden, das Bild. Der Disclaimer ist durchaus wichtig, denn wie man im Kleingedruckten gelesen hat, verlieren leider Gottes 70% der Inhaber von Live-Trading-Konten Geld. Und ich möchte das positiv quasi einmal benennen. 30% verlieren kein Geld, sondern sind plus minus null oder machen sogar Gewinne. Und Korrekt. wir sind hier stets bestrebt, diesen Anteil noch höher zu schrauben. Ich weiß nicht, wie die Entwicklung in den letzten 2, 3 Jahren war, seit wir hier aktiver mit solchen Veranstaltungen sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere hier von der Perspektive und von den Erfahrungen von uns sehr stark profitiert und insofern sein eigenes Trading perfektionieren kann oder verbessern kann, dahingehend, dass zumindest das Risikomanagement passt. Das würde ich sehr, sehr gut finden. Du, denke ich, auch. Und das ist auch die Grundessenz letzten Endes, um an der Börse erfolgreich handeln zu können. Ich hoffe, man hört mich gut. Ansonsten habe ich auch noch so ein paar Kopfhörer, die ich zwischendurch reinstecken kann mit so einem Mikrofonanschluss. Jetzt ist es sogar ein Stück besser. Übrigens, der Euro geht schon auf Tauchstation, beziehungsweise es gibt schon wieder Volatilität. Auch der DAX stürzt ab. Mich wundert ja das direkt, dass du nicht den Metatrader auf dem Schirm hast. Aber das war genau meine Annahme. Ich denke mir doch gerade, was rennt hier. Aber wir sehen, liebe Leute, Marktbewegungen wie erwartet. Interessant eben, dass das alles runtergeht. Das ist vom Korrelationseffekt eigentlich nicht immer Standard, sondern eben hier eben eine Divergenz. Das eine steigt, das andere fällt. Gerade wenn die Märkte eben hoch oder runter gehen. Aber wir sehen hier eine breite Abwärtsbewegung, was vermuten lässt, dass der Markt hier oder da dann doch einen dollarbullischen Ausschlag bekommen hat. Aber was ist Ja, deine also Einschätzung? die ersten Bewegungen, die würde ich auch quasi erstmal vorbeiziehen lassen, weil hier man sehr schnell ein Gefangener der Volatilität werden kann. Auch wenn die Nachricht über die Zinsen veröffentlicht wird, also hier zum Hintergrund, es werden von den meisten Analysten 0,25 Basispunkte Senkung erwartet. Es können auch 0,5 sein. Das wäre auch okay. Wie der Markt darauf reagiert, weiß man am Ende natürlich vorher nicht, sonst wäre das Ganze sehr, sehr einfach. Aber um Also Sand zu letzten streuen, Endes. ich wollte ganz kurz, letzte Unterbrechung. Der Markt, es ist genau das passiert, was eigentlich die Masse erwartet hat. Es sind die 25 Basispunkte gesenkt worden. Sprich, das war eigentlich eingepreist und ist jetzt auch meines Erachtens nicht wirklich dollarbärisch, sondern eher gut, weil das der Zinsschritt war, der eingepreist wurde. Und Euro-Dollar, die lieben Teilnehmer von meinem JFT-Devisenradar wissen das. Der Chris ist hier schon seit einiger Zeit short investiert und ich erfreue mich des neuen Tiefstandes umso mehr, weil das auch meine mittelfristige Erwartung haben. Und der Euro kriegt hier richtig vors Gesicht. Aber weiter an der Stelle, Andreas. Nur mal das als Info im Rahmen der Basispunkte. Ja, kam gerade über die Ticker, habe ich jetzt auch mitbekommen. Auf 2,1% sind ist der Zins der Überschussreserven quasi gesenkt worden. Also ein kompletter Richtungswechsel der US-Notenbank Fed. Was noch wichtiger als die Zahl letzten Endes ist, ist der Ausblick der Fed. Also was erwartet die Notenbank für die Wirtschaft? Die Wirtschaft wächst weiterhin moderat. Der Arbeitsmarkt ist stark, wie man in den letzten Zahlen gesehen hat. Und die Inflationserwartungen bleiben niedrig. Das sind quasi die Key Facts, wie man so schön sagt, der Notenbanksitzung. Und jetzt tickern hier mich auch sehr, sehr viele andere Trader an. Also es gibt ja mehrere Chats und alles Mögliche, wo man sich austauscht. Das sollten Sie auch tun. Ich warte, wie gesagt, immer die erste Marktbewegung ab. Also ich springe nicht sofort in den Markt hinein, weil hier zum einen viele Stop-Orders rattern. In beide Richtungen, beziehungsweise jetzt nur in die eine Richtung, kann natürlich aber genauso schnell wieder nach oben gehen. Und zum anderen, weil die institutionellen Anleger, also diejenigen, die das große Geld letzten Endes in den Markt pressen oder rausziehen, die müssen auch die Entscheidung erstmal wirken lassen. Die schauen vielleicht auch nochmal ein Webinar und gucken, wie die anderen Trader reagieren. Insofern möchte man hier nicht als kleiner Marktakteur unter die Räder kommen und sofort ins Risiko gehen und bei Schwankungen von 30, 40 Punkten da den Hero markieren. Das muss nicht sein. Insofern warte ich, wie gesagt, die ersten paar Minuten einmal ab. Und es kommt ja heute auch noch die Pressekonferenz. Also das darf man immer nicht vergessen. Das ist nicht bei jeder FED-Sitzung, dass es eine Pressekonferenz danach gibt. Umso spannender ist es natürlich, was der Herr Powell sagt und was er letzten Endes auch, was ihn zu diesem Schritt bewegt hat. Es gab im Vorfeld ja auch politischen Druck. Also der US-Präsident Donald Trump, der hat was getan, einen Fauxpas, was sonst die
Präsidenten nicht getan haben. Auch das ist was Historisches. Er hat immer wieder gedrängt und gestichelt und die versucht, sozusagen die unabhängige Notenbank zu beeinflussen. Er möchte sich das wahrscheinlich auf seine Schulterklappen schreiben lassen, dass er das geschafft hat. Vielleicht twittert er auch nachher gleich, ja, endlich kehrt Vernunft ein oder endlich hören Sie auf mich oder was auch immer. Er ist sehr umstritten als Präsident natürlich, aber er kann sich auch einige Erfolge verbuchen lassen. Also beispielsweise ist er der Präsident zu der Laufzeit jetzt aktuell, wo das längste Wirtschaftswachstum vorherrscht. Also ich glaube, es sind 120 Monate oder so, hatte ich gelesen. Man staune bei der niedrigen, sage ich mal, Geldpolitik, ne? Das, was da alles angeheizt wird, vom Derivate bis zum Immobilienmarkt, ist das natürlich fantastisch. Aber ganz kurz, Andreas, ich will nur sagen, sehr vernünftig, was du tust, weil ich meine, wir sind ja beide schon lange im Geschäft, obgleich du natürlich schon getradet hast, wo ich noch den Schnuller im Mund hatte. War es aber Ich hoffe nur den Schnuller. De facto will ich sagen, dass du sehr vernünftig da an diese rangehst und nicht hier versuchst, die ersten Pips und Bewegungen mitzunehmen, weil es eben tatsächlich auch Slippage gibt, sprich Markterweiterung der Spreads, weil der Markt unsicher ist, vergrößern sich eben hier Bid- und Ask-Preis und gerade in den ersten Sekunden ist das wirklich teilweise ein Münzwurf. Ich sage immer, die erste Viertelstunde oder was auch immer abwarten, bis sich der Staub gelegt hat und das ist sehr vernünftig, dass du jetzt im Nachgang hier das Setup besuchst und auch erwähnst, und das wird wirklich heute spannend, neben dem, dass wir historisch gesehen seit 20 Jahren ja wirklich wieder mal einen Zinszykluswechsel erleben. Wie gesagt, ich habe das mal im Vorfeld nochmal gespickt, das fand 1998, 2001 und 2007 zuletzt statt. Also das ist wirklich der Knaller. Und deswegen wird die Pressekonferenz heute umso interessanter ab 2030, was eben dann hier über den Äther läuft, nach dem Motto, uff, kommt noch eine Zinsleitzinssenkung oder kommen noch zwei oder wie geht es überhaupt weiter? Das heißt, die Pressekonferenz, die übrigens tatsächlich nicht immer stattfindet, wird aber heute hochspannend sein. Und wir sehen hier, wie Andreas gerade mal den Markt schon hier im ersten sondiert nach möglichen Supportzonen, möglichen Unterstützungslevel. Und deswegen will ich da einfach mal hier ja, jetzt mal schweigen und so ein bisschen dir über die Schulter schauen und auch die ganzen anderen Marktteilnehmer mal wissen lassen, was du denn da jetzt so treibst. Genau, ich schaue mir quasi den Markt von der großen Zeiteinheit ausgehend in die kleine Zeiteinheit hinein an und versuche dort relevante Marken zu filtern und zu sehen, die natürlich jeder von uns ebenso sehen kann und an denen sich vor allem die großen Marktteilnehmer immer wieder orientieren. Und da ist im Bild von mir oder im Blick von meinem Trading-Screen sind mehrere Märkte. Also ich habe hier unten rechts den Goldpreis, dann neben den DAX, der abends natürlich kleiner gezoomt wird und tagsüber im Vordergrund steht, auf der linken Seite den Euro-US-Dollar und dann den Nasdaq und den Dow Jones. Und fange hier normalerweise mit meiner Vorbereitung für die ganze Handelswoche immer beim Tageschart an. Jetzt sind wir schon mitten der Woche angelangt. Das heißt, ich habe den Stundenchart vorliegen und zeichne mir hier relevante Marken ein, an denen der Dow Jones in dem Fall immer wieder mal gedreht hat. Also das ist quasi das Tief von heute, was wir hier auch schon in mehreren Tagen hatten in der letzten Woche. Und die ganz relevante Marke ist natürlich die 27.000 und 60-70 Bereich, wo wir auch gestern mal kurz drauf touchierten nach Markteröffnung und massiv abprallten. Das sind so die Marken für mich, die in den näheren Geltungsbereich meines Tradings rücken. Und dann kann man ganz einfach im MetaTrader von einer Stunde runterschalten auf die 30 Minuten. Wenn man im richtigen Fenster ist, dann passiert das auch für den Dow Jones und sieht bzw. kann die Linie nochmal fein justieren. Mein Handelschart ist der 5-Minuten-Chart und wie man hier sehr gut sehen kann, ist der Markt nach der ersten Kerze auch noch einmal komplett auf das Ausbruchsniveau auf die 27.200 zurückgelaufen, pendelt sich jetzt hier in der Mitte ein. Und das ist für mich also noch kein Ausbruchstrade wert. Ein Ausbruchstrade wäre quasi, wenn wir unter das Tief der Fed-Sitzung fallen würden, weil dann wäre die nächste Unterstützung quasi das Ziel dieses Trades. Und wer fertig ist mit horizontalen Linien, beziehungsweise bin ich jetzt erstmal fertig mit den horizontalen Linien, kann hier, na, vielleicht können wir noch die Vorbörse einzeichnen. Auch sehr interessant, da werde ich nachher einen Trade zeigen, den ich heute schon einmal vollzogen hat im Vorfeld, um mich quasi warm zu klicken für die Plattform und für euch. Wer fertig ist mit horizontalen Linien, kann auch
noch entsprechende Trendlinien, die quer durchs Bild flackern, einzeichnen. Auch das ist jederzeit sehr, sehr einfach möglich mit dem MetaTrader und die müssen wir nicht endlos laufen lassen. Die können wir einfach begrenzen, sonst würde das auch nicht so schön aussehen. Mir hat mal ein erfahrener Trader, ein noch älterer Hase, als wir beide das sind, gesagt, schräge Linien sind was für schräge Typen. Das möchte ich jetzt nicht persönlich kommentieren, aber ich fand den Ausspruch einfach sehr klasse. Insofern lassen wir das mal so stehen, beobachten den Markt weiter und wie du schon gesagt hattest, Chris, in der ersten Viertelstunde müssen erstmal die Marktteilnehmer ihre Richtung finden. Das werde ich dann auch versuchen, die Richtung zu bestimmen, wenn es denn eine eindeutige gibt, wenn es nur Bewegungen wie zur letzten Notenbank-Sitzung, wo ich das mit dem Markus Kleber hatte, eine Range von 20 Punkten gibt. Da lohnt es sich natürlich nicht, einen Ausbruchstrade in den Markt zu legen, weil wenn kein Ausbruch kommt, wird der Trade auch nicht ausgeführt. Man kann sich die Zeit, die Energie sparen. Es ist dennoch wichtig, hier immer ein Auge auf die entsprechenden Marken zu haben. Und ja, man sollte auch wissen, wann man nicht tradet, denn das schützt letzten Endes das Kapital. Die ersten Fed-Aussagen kommen auch schon reingetickert. Also die Ausgaben der US-Haushalte haben zugelegt. Das ist insofern gut, als dass die USA ein Konsumland ist. Also es ist mehr von den Verbrauchern getrieben. Deswegen ist auch das Verbrauchervertrauen immer sehr, sehr wichtig, was regelmäßig freitags veröffentlicht wird, zum Beispiel von der Uni Michigan, die Umfragen, was die Verbraucher so ausgeben. Und wer einmal in den Staaten war, der weiß, dass Shopping ganz groß geschrieben wird dort. Investitionen bleiben schwächer. Das ist das Negative und auch das ist eines der Gründe, warum letzten Endes die Fed die Zinsen senkt oder senken muss. Nicht, weil es Donald Trump gesagt hat, sondern weil Investitionen ausbleiben. Also viele große Unternehmen finden überhaupt keine Wege mehr, ihr Kapital ordentlich zu investieren. Also nach Renditegesichtspunkten wird gesucht. Letzten Endes sagen viele Unternehmen dann, vor allem die Börsennotierten, ja, wir haben nichts gefunden zu einem attraktiven Preis. Wir parken das Geld einfach oder wir machen noch was ganz anderes. Wir kaufen eigene Aktien zurück. Also die sogenannten Buyback-Programme, die sind auf Hochtouren, was ich nicht positiv finde, weil es letzten Endes ja auch den Markt etwas einengt. Also es gibt dann weniger notierende Aktien und wenn dann ein großer Fonds, ein Hedgefonds sonst wer hier eine größere Position abstößt oder kauft, bewegt er den Kurs viel, viel stärker, als es noch vor diesem Buyback-Programm der Fall war. Aber das ist eben der Punkt, den sich Unternehmen als letzten Anker einfallen lassen, wenn die Aktionäre drücken, ja, macht doch mal was von der Kohle, mit der Kohle, die ihr verdient. Aktuellstes Beispiel Apple. Gestern Abend kamen die Quartalszahlen von Apple und Apple hat Barreserven von, jetzt muss ich kurz überschlagen, 210, 220 Milliarden US-Dollar. Also das ist schon ein Wahnsinn. Das wäre quasi eine SAP, eine Siemens und eine BMW zusammengerechnet, was die als Bargeld auf einem Konto rumliegen haben. Ich glaube nicht bei der JFD-Bank, sondern bei irgendeiner anderen. Und die suchen händeringend auch nach Investitionsmöglichkeiten, kaufen massiv irgendwelche Startups auf, versuchen die Online-Dienste zu integrieren, weil sie natürlich auch das Problem haben, dass irgendwann jeder ein iPhone hat und sich auch irgendwann die normale Telefoniererschicht, sage ich mal, die sich irgendwie noch eine Prepaid-Karte holen und dazu ein Telefon brauchen, um ins Netz zu kommen, die können sich auch so ein iPhone gar nicht mehr leisten. Also historisch gesehen ist auch das erste Mal bei Apple der Anteil an den Erlösen vom iPhone unter 50% gesackt. Also das waren jetzt zum letzten Quartal knapp 30% Einbuße, Erlösanteile Einbuße. Und das konnte das Unternehmen nur auffangen, indem sie natürlich andere Dienste gestärkt haben. Also die Online-Dienste und die Apple Watch, die sich großer Zufriedenheit quasi erfreut. Gut, jetzt habe ich genug drumherum geredet. Die Viertelstunde ist auch fast rum in einer Minute. Jetzt würde ich mich auch an die Märkte mal heranwagen im Verlaufstief, was wir vorhin hatten. Ja? Dann schau kurz mal rein. Vielleicht da an der Stelle noch, ich hoffe, jeder hat es mitbekommen, weil ich habe jetzt noch einige Meldungen im Chat gehabt, ob die Zinsentscheidung schon war. In der Tat, die 0,25 Basispunkte wurden erwartungsgemäß erfüllt und die Pressekonferenz, die jetzt wiederum in einer Viertelstunde dann startet, ist genau das Spannende am Ende des Tages vor dem Hintergrund. Es kann sich auch jetzt
alles wieder ändern und man handelt ja an den Märkten die Zukunft und wenn da jetzt ein Stück weit Fantasie in eine neue Richtung gestreut wird, kann auch das just gesehene Tief in den Indizes oder auch beim Euro-Dollar oder Gold, Gold sieht man ja auch gerade schon wieder schön hochkommen, sich komplett drehen. Also es bleibt wirklich spannend die nächsten Minuten. Die Pressekonferenz läuft ja dann auch fortwährend ein Stück weit und das ist definitiv interessant. Aber weltweit sind wir in einem Zinsloch und ich sehe, du hast schon gerade mal, tja, während ich rede, eine Short Order abgefeuert hier beim Dow Jones, unserem US Cash 30. Und da willst du vielleicht was zu sagen, mein Bester. Was ist da los? Ja, ich habe die erste Bewegung, die nach unten ging, in allen Indizes etwas skeptisch beobachtet, weil in der Tat ist es nicht Usus, dass alle Märkte zulegen oder alle Märkte fallen. Also es gibt durchaus Korrelationen. Und die erste Bewegung wurde ja letzten Endes schon wieder fast negiert im Gold rechts, also die Goldkerze ging von 15 auf 30 mittlerweile und auch der Euro hatte wieder zulegen können zwischenzeitlich und jetzt denke ich, dass wenn die erste Welle durch ist, versiegt ist, dass eine zweite Welle sich lossetzt oder etablieren kann an den Märkten. Sozusagen bin ich etwas spät, aber ich wollte ja an dem Punkt, der heute Nachmittag das Bewegungstief darstellte, auf fallende Kurse spekulieren, schalte dann, wenn ich den Trade quasi gezündet habe, jetzt auf den 1-Minuten-Chart um und hatte über der Bewegungskerze, die nach der Fed-Sitzung kam, auch den Stopp schon eingezogen. Den Stopp würde ich jetzt auf knapp plus minus null, also 3 Punkte, gönne ich dem Trade als Minus und schaue zu, ob wir hier wirklich noch in eine zweite Welle reinlaufen, die uns nochmal in den Bereich 27.120 hinunterführt. Wenn man ausgestoppt wird, so what? Das ist bei der Volatilität natürlich jederzeit möglich. Auch das hatten wir vorhin im Disclaimer und im Intro erwähnt. Aber es bleibt natürlich die Chance, dass man mit solchen kurzen Bewegungen auch entsprechend Punkte aus dem Markt ziehen kann. Das war mein Ansinnen an dem Punkt. Wie gesagt, ich wäre lieber bei 80 rein. Habe ich nicht bekommen. Jetzt mit 3 Punkten minus ausgestoppt. Ist alles kein Beinbruch. Ist gut angelaufen. Wir warten auf die nächste Chance und schauen, was die Märkte uns bieten. Vielleicht kann ich zwischendurch noch mal kurz was zu mir sagen. Das war nicht ich, sondern... Doch. Stark gebräunt. Du warst ein bisschen viel in der Sonne die letzten Tage, mein Bruder. Ja, das ist halt der Vorteil eines Traders. Wenn keine Volatilität ist, kann man sich auch sonnen. Mhm. Aber ich bin natürlich nicht nur Trader, sondern auch Business Developer, Börsencoach und so weiter. Habe seit nunmehr 19 Jahren auf Wall Street Online eine sehr starke Community, jeden Tag zum Austausch, habe dort als einzigster, muss man sagen, knapp 100.000 Beiträge geschrieben, Referent, Live-Trading-Events, wir haben das alles zusammen schon erlebt und durchgestanden, so manche Phasen, habe nebenbei natürlich auch noch ein kleines Studium absolviert und befasse mich in der Hauptsache mit der technischen Analyse, weil ich denke, dass gerade im kurzfristigen Rahmen, ich muss immer mal auf die Märkte gucken, was passiert, weil ich denke, dass im kurzfristigen Rahmen die Technik doch das entscheidende Argument ist für eine Entscheidung, die man am Markt treffen kann. Das Ganze kann man sich anschauen auf mehreren Live-Events. Hier gab es zum Beispiel eins, das hat der Markus Gabel moderiert. Das andere war auch von JFD übrigens. Das andere bei den IB-Days hast du selber moderiert. Total. Nicht nur im Schweiße deines Angesichts. Da waren es über 30 Grad Außentemperatur und mit den ganzen Rechnern hatten wir dann entsprechend noch eine Ecke. Ich will sagen, ganz kurz, wer das noch sehen mag auf unserem YouTube-Channel, ihr könnt gerne eine Anfrage an unseren Support sozusagen senden und dann könnt ihr da gerne die Aufzeichnung von diesem Event haben. Wie du schon sagst, 30, 45 Grad gefühlter, 30 Grad im Raum. Es wurde dann immer luftiger zum Ende, nicht wahr? Ja, das stimmt. Was vielleicht noch so ein kleiner Funfact nebenher ist, man hat ja nur uns oben immer gesehen über den Monitoren. Also wir hatten nur so eine Halskrause an, wie man das von Magic Mike auch kennt und waren drunter einfach komplett nackt. Und du wusstest halt wirklich schon, wenn der Kollege jetzt zittert, überaus schwitzt, wenn er long geht und so weiter, du hast das denn dem Kollegen einfach schon angesehen. Das nur nebenbei, aber achtet mal drauf, ob vielleicht irgendwas durchblitzt, aber ich denke, man hat nur die Gesichter. Nur gut, dass wir es schon nach 8 haben, mein Großer. Nur gut, dass wir es nach 8 haben. Aber interessant. Ich meine, du hast, wie gesagt, viel Expertise. Wir haben schon einige Events zusammen erlebt. Umso mehr ein Schmaus. Wobei ich den Stop nachziehen jetzt, das war schon sehr aggressiv. Aber so bist du. Bei dem einen Live-Event, ich meine, jetzt ungelogen, du hast 200 Trades innerhalb von 4 Stunden oder so absolviert. Also es ist keine Seltenheit, dass du häufiger mal rein und wieder rausspringst.
Das stimmt. Das ist im Trading so, weil ich natürlich auch dank einem guten Broker, da brauchen wir jetzt nicht drüber zu rätseln, wer das ist, mit ganz geringer Margin natürlich und mit geringem Spread in den Markt schnell rein und rauskommen. Und das ist auch ein Vorteil von uns kleineren Tradern, da komme ich nachher nochmal dazu in ein, zwei Education-Folien, dass wir ja mit unserem Kapital mit einem Klick rein und auch wieder rauskommen. Also das kann ja so ein Hedgefonds kann das ja nun mal nicht. Also wenn der im Dow Jones mit 100 Futures rumspielt, dann hat er eine Slippage von 5 Punkten oder 10 Punkten, wenn überhaupt, wenn er überhaupt schnell rein und rauskommt mit einem Klick. Da sind wir natürlich gesegnet mit wenig Kapital. Also ich vergleiche das gerne mit so einer riesen Yacht, wenn da der Richard Branson oder so vorfährt. Bei Mauritius, der braucht ein bisschen länger, um zu wenden. Erstmal muss er die Bude anmachen und so weiter. Da sind wir mit dem Schnellboot schon längst im Restaurant und haben vielleicht schon die erste Gyros-Rolle verspeist, bis der Herr mit seinem großen Boot da ist. Er ist also nicht so wendig an den Kapitalmärkten. Und das ist unser Vorteil. Das sollten wir auch nutzen. Vielleicht noch der eine Hinweis in eigener Sache. Man findet mich auf diversen Kanälen, Facebook, Instagram und was es nicht alles gibt, Twitter, und würde mich freuen, wenn ihr mir da kostenlos folgt. Dann bekommt ihr auch jeden Tag eine schöne Inspiration, was ich über die Finanzmärkte denke, und könnt mir nicht nur zu Live-Events über die Schulter schauen, sondern auch quasi bei Social Media quasi live dabei sein. Und das fühlt sich zumindest so an. Ja, das rauszugehen, ich habe das ein bisschen als Vorwurf verstanden, dass ich so schnell raus bin, aber was hätte es denn gebracht, wenn ich jetzt drin geblieben wäre? Der Markt ich hätte ein höheres Risiko gehabt, einfach wenn ich drin geblieben wäre, und der Markt ist auch nicht weiter in die Richtung gerannt. Insofern glaube ich, dass die Amerikaner und der Rest der Welt erstmal auf die Notenbankkonferenz warten, die dann erst 20.30 Uhr losgeht. Wir haben also noch ein paar Minuten für vielleicht ein paar Slides, wo sich jeder selber fragen kann, mit welchen Erwartungen tradet man denn überhaupt? Also ist es nur ein Hobby? Ist okay, wenn man 500 Euro oder irgendeinen Betrag jeden Monat einzahlt und das einfach als Nervenkitzel sieht, als Adrenalin, dann sollte man auch das als solches verbuchen, und Hobbys kosten Geld. Also wenn die 500 Euro weg sind, so what, ist okay. Es ist ein Betrag, der vielleicht überschaubar ist, den man auch wieder sich abzapfen kann im neuen Monat, zur Not zu Oma gehen, zu Lebenspartnerin, Lebenspartner, whatever. Wenn es Spaß macht, kann man das tun. Andere haben teurere Hobbys wie Golf spielen oder so. Dann ist das völlig in Ordnung. Macht man das nur für das Geld? Ja, letzten Endes steckt Geld dahinter, klar. Aber ich denke, was höher gewichtet werden sollte, ist eigentlich der Weg zum Ziel. Also Geld, und auch das musste ich erst lernen über viele Jahre, ist eigentlich ein Nebenprodukt. Also ich möchte es nicht zuspitzen sagen, ein Abfallprodukt. Aber letzten Endes kämpft man ja nicht gegen den Broker oder gegen die anderen Marktteilnehmer, sondern man kämpft einen Großteil des Trading-Tags gegen sein eigenes Ego. Also klappt die Idee, ist man bereit, ins Risiko zu gehen, ist man auch bereit, dann den Stopp zu ziehen, wenn er denn läuft, oder ist man so auf seine Idee fixiert, dass man sein eigenes Ego tradet und immer wieder nachkauft in einem Markt, wie zum Beispiel gestern im DAX 300 Punkte. Das kann wirklich tödlich fürs Konto sein, wenn man da immer wieder long geht. Insofern ist Geld das Produkt, was am Ende natürlich rauskommt, ja, aber man setzt sich gerade als jemand, der viel tradet, nicht hin und addiert dann immer die 3,50 Euro für jeden Trade zusammen, um sich dann zu beweihräuchern, ob man am Tag dann die 500 zusammen hat oder 100 oder 500 im Minus oder was auch immer. Das setzt einen nur unter Druck. Also man sieht den Trade als quasi ein Puzzlestück im Gesamtrahmen. Und wenn man dann letzten Endes am Tag mehrere Trades macht oder in der Woche, dann ist der einzelne Trade gar nicht mehr so wichtig, sondern es kommt auf die Gesamtperformance drauf an. Vieles nicht passiert. Ich bin im Redefluss, wie man sieht. Und das große Ziel sollte letzten Endes die Freiheit sein. Und da kann ich auch wieder nur aus Erfahrung sprechen. Nehmt euch die Freiheit oder nimm du dir die Freiheit als persönliche Ansprache. Wenn ein Tag gut gelaufen ist nachmittags, dann geh raus, geh an den See, geh ins Schwimmbad, mach mit der Familie was. Denn letzten Endes dafür machst du das ja. Also du erkaufst dir ja letzten Endes nicht
irgendwelche Konsumwerte, die dann im Schrank liegen, wie die fünfte Uhr oder das dritte Auto vor der Tür, sondern du erkaufst dir ja Zeit, ja, also Freiheit, Freizeit, auch die Freiheit von jedem Ort der Welt, das Trading ausführen zu können. Also man ist überhaupt nicht dran gebunden, eine Bürogemeinschaft zu haben, sondern es gibt ganz viele virtuelle Trading Rooms, wie auch der Trading Room von JFD und so weiter, der hier mal kurz mit erwähnt werden sollte. Und dann kann man natürlich auch in die Sonne gehen und kann sich entsprechend, das wollte ich so nicht sagen, kann sich entsprechend natürlich auch dem Leben widmen. Ja, das, jeder hat nur eins. Am Ende wollen wir nur das eine. Es gibt sogenannte Coaches, die sagen, zahl dir doch mal alles aus, um zu sehen, wie viel du überhaupt hast. Klar, kann man auch machen. Prozente hin oder her. Man muss wissen, was man handelt. Und man muss auch ungefähr eine Vorstellung haben, was bei rumkommen kann. Und auch hier ist die Liquidität entscheidend. Das heißt, jetzt handle ich. Und auch das ist eine Frage im Chat gerade gewesen, warum ich nicht den DAX handle abends als Deutscher. Ja, weil der DAX kaum Volumen hat, weil der DAX am Abend nach Xetra-Schluss ab 17:35 eigentlich gar nicht so viel Eigenleben hat, sondern der DAX letzten Endes in einer engen Range oftmals hin und her geschleudert wird, muss man schon sagen. Und deswegen handelt man die US-Märkte. Trotzdem sind die Aktienmärkte, wenn man sich die anschaut, mit 216 Milliarden pro Tag sehr, sehr klein. Da sind die Anleihemärkte viel größer. Die Zinsderivate, ja, also die ganzen Sachen, die auf die Zinsspannen aufgelegt sind, die börslichen Produkte, sind nochmal quasi das Zehnfache vom Aktienmarkt, und der Devisenmarkt, der ist dann das 20-fache vom Aktienmarkt, und deswegen sind auch die Euro, US-Dollar und weiteren Währungsmärkte so beliebt bei Tradern, weil man durch das hohe Volumen einen sehr, sehr fairen Ausführungskurs bekommt und quasi auch rund um die Uhr Liquidität vorhanden ist. Also rund um die Uhr ist gemeint, ab Montag nachts, wenn der Uhu schreit, bis Freitagabend 23 Uhr am Wochenende ist. Gott sei Dank Ruhe, damit man auch mal sich ein bisschen regenerieren kann. Für diejenigen, die nicht von der Börse lassen können, ist das auch sehr, sehr wichtig, diese erzwungenen Auszeiten. Ansonsten weiß man natürlich, wann man die Finger vom Markt lassen sollte. Das tue ich immer noch in dieser 20-Punkte-Range. In 4 Minuten redet der Herr Paul. Wir können ein paar Fragen stellen. Ich freue mich auf alle Fälle drauf. Vielleicht mache ich auch mal Bloomberg nebenbei an oder der Chris, damit man das so ein bisschen mitbekommt. Hier ist nochmal ein Blick auf die Zinsentwicklung. Also man hat vor allem in der letzten Zeit gesehen, wie der Zyklus in den USA immer weiter nach oben ging. Der Leitzins, er war ja auch bei nahezu null im Jahr 2014, 2015. Und während der Zins stark geklettert ist in den USA, der Leitzins, und jetzt auch langsam die Sache in Großbritannien anzieht, ist in der Eurozone und natürlich in Japan ist alles unter ferner Liefen, passiert gar nichts. Also Mario Draghi als Notenbankpräsident geht sogar noch einen Schritt weiter und erhöht die Strafzinsen. Also der Satz war jetzt bis jetzt bei 0,4%. Das heißt, die Banken müssen ja ihr Kapital einlagern bei der EZB über Nacht. Also es gibt so eine sogenannte Mindestreserve, die eine Bank behalten darf in ihrem Bestand, bilanziell gesehen. Die liegen jetzt nicht im Keller rum, die Scheinchen. So viele Scheine gibt es gar nicht, wie Geld im Umlauf ist. Und der Rest wird quasi an die EZB gebucht über Nacht immer. Und auf diese Riesensumme muss 0,4% Strafzins gezahlt werden. Also wenn da so eine Sparkasse aus Hintertupfingen 100 Millionen hinschaufelt über Nacht, da kommen am nächsten Tag dann irgendwie nur noch 99,9 Millionen zurück, übertrieben gesagt. Und es wird immer weniger. Und die Banken können das ein Stück weit selber abfedern, natürlich, weil sie hohe Reserven haben, aber sie gehen mehr und mehr dazu über, das an Privatanleger weiterzugeben. Und da fangen schon die ersten Volksbanken, Raiffeisenbanken, Sparkassen an, das an ihre Kunden weiterzugeben. Also wer mehr als 100.000 Euro Cash-Sichteinlagen hat, der wird quasi zur Kasse gebeten und muss dann auch an die Bank eine Strafgebühr zahlen. Also die Zeit, wo man mit seinem Sparbuch zur Bank ging und Zinsen nachtragen ließ, damals war das irgendwie noch sowas, wurde mit Rentnern in einer Schlange standest. Immer so am Monat zweiten, Monat dritten konntest du dir die Zinsen ins Sparbuch eintragen lassen mit so einem Nadeldrucker.
Die sind vorbei, das möchte jetzt keiner mehr. Und wenn er es dann doch macht, kriegt er vielleicht Strafzinsen, also was abgezogen. Das ist schon eine illustre Entwicklung, die ich nicht gut finde, die viele Sparer und Kapitalanleger letzten Endes auch enteignet. Also da werden jährlich 200 bis 400 Milliarden von Privatvermögen enteignet letzten Endes, also durch Inflation und durch Strafzinsen und die dann uns allen in der Altersvorsorge fehlen. Also der Trend ist nicht gut. Was diese Zinssenkung am Allzeithoch für Auswirkungen haben, das könnt ihr gerne nochmal hier nachlesen. Da gibt es eine sehr, sehr interessante Seite, trading-treff.de, und da ist heute ein Wissensartikel oben rechts erschienen, Zinssenkung am Allzeithoch, wie passt das zusammen? Und da wird über das Schiller-KGV und so weiter einmal geschrieben und über den Vertrauensverlust in Fiat-Geld und sowas, das nur am Rande, da kann man sich nochmal belesen, was das für Auswirkungen hat. Ja, insgesamt sind sehr, sehr viele Staaten verschuldet, manche über 100% des Bruttoinlandsprodukts, also alles, was der Staat erwirtschaftet, geht in die Schuldentilgung und da haben Länder echt zu kneifen. Genannt seien hier in Europa Griechenland, Italien, die haben richtig Probleme am Kapitalmarkt, dann auch neues Geld sich wieder zu beschaffen und müssen dafür hohe Zinsen zahlen, damit es überhaupt attraktiv ist, eine Anleihe am Markt zu platzieren. Also Türkei ist zum Beispiel auch so ein Beispiel, wo man noch richtig hohe Zinsen kriegt. Lass dich davon aber nicht hinwegtäuschen und eröffne gleich ein Tagesgeldkonto in der Türkei, weil letzten Endes die Inflation dort natürlich auch zweistellig ist. Also die Kursgewinne hat man dann durch die Umtauschverhältnisse zur türkischen Lira auch sehr, sehr schnell wieder aufgefressen. Ja, das ist der kleine Seitenhieb, 20.30 Uhr, es geht los. Chris, hast du denn die Pressekonferenz irgendwo laufen oder bist du auf irgendwelchen Privatsendern jetzt zugegen? Ach, jetzt muss ich mich direkt wieder sortieren. In der Tat share ich euch mal einen Link und zwar zur Pressekonferenz der Fed in den Chat. Jeder, der es mag, sieht hier auf YouTube mittlerweile live alles vernetzt, was man da sozusagen erleben darf. Moment, jetzt geht das. Schaut mal, ob ihr den YouTube-Link seht. Da wird jetzt live schon mal gesprochen, wer das jetzt mal so verfolgen wird. Ich kann aber hier und da auch mal eine Zusammenfassung geben, weil wie von dir gesagt, im Rahmen der Social Medias haben wir ja über Twitter und anderen Accounts jegliche Möglichkeiten, da up to date zu sein. Wir warten mal ab, was da rauskommt. Ich denke, es wird wie gesagt spannend. Wir haben wie gesagt seit oder jetzt wieder mal ein Zinsveränderungszyklus, hochspannend, aber generell sind wir in einer Niedrigzinsphase, wie du schon sagst, Strafzinsen lassen grüßen. An der Stelle wisst ihr ja auch, dass JFD zur Bank transformierte und der natürlich im Trading-Bereich hier schon, ja, ich will sagen, ein Game-Changer war. Und das mal als kleine Randbemerkung, werden wir auch im Investment-Banking sein. Und wir bieten eben hier gerade der Entwicklung geschuldet, dass wir hier Optionen bieten wollen, eben auch tatsächlich aus unserer eigenen Vermögensverwaltung raus, die jetzt dann doch schon auch bald 10 Jahre selbst existiert. Ja, Produkte, die sowohl am Forex-Markt, aber auch am echten Aktienmarkt investieren, praktisch Hedgefonds für jedermann. Und da wartet mal ab, was da für Offerten in den nächsten Monaten kommen. Also da wird es auf jeden Fall spannend werden. Also da neben dem aktiven Trading bieten wir auch sozusagen passive Möglichkeiten, digitale Vermögensverwaltung und ähnliches lassen grüßen. Und insofern das mal abgeholt, auch für alle Aktienfans. Wer es noch nicht weiß von euch, bei JFD gibt es ja auch den Aktienhandel echter Dividendentiteln. Gerade jetzt im Zeitalter von wenig Zins sind ja Aktienfans, die auf Dividenden stehen, sage ich mal, vielerorts zu sehen. Nur die meisten kaufen eben noch teuer Aktien. JFD bietet hier über 700 echte Aktien zum Nulltarif. Das ist eine Offerte an den Aktienmarkt, an den Aktienanleger, den wir uns auch sozusagen erobern wollen. Und insofern ist JFD auf dem richtigen Kurs. Und das, obwohl ESMA Hebelreduktionen der ESMA, und jetzt gehst du hier gleich short, den Anleger hier teilweise den Maulkorb verpassen, haben wir hier weiterhin einen guten Wachstumskurs und sind auch guter Dinge, dass wir sowohl Trader als auch Investoren hier abholen werden. Aber das Kerngeschäft, das Trading, das beweist du uns jetzt mal gerade hier, lieber Andreas. Und du hast nochmal eine Short-Position gestartet. Ich habe nochmal eine Short-Position gestartet, weil der Markt jetzt auch nochmal versucht, nach unten wegzugehen. Also so wie vorhin quasi dasselbe Szenario. Es sah für mich so aus, als ob wir nochmal nach unten tauchen. Der Goldpreis hat kein neues Hoch gemacht. Ja gut, auch kein neues Tief, ist ja auch eine Ecke weg. Euro, US-Dollar weiterhin in der Nähe der 1,11 glatt.
Das ist dann auch schon ein Mehrjahrestief. Und hier gehe ich davon aus, dass wir unter der Schwankung vermutlich auch nochmal die Extrempunkte, die zur FED-Sitzung, zur Verkündung quasi im Markt zu sehen waren, dass wir die auch nochmal tangieren. Weil das sind immer so Orientierungspunkte, die man letzten Endes im Markt belässt. Und ich habe mir als Orientierung auch hier so einen ganz einfachen kleinen Durchschnitt eingelegt und der sieht schwächer aus. Wir konnten über den Bereich der 73, 74, 75 nicht hinwegkommen. Ich habe nichtsdestotrotz über das letzte Bewegungshoch davor meinen Stopp platziert, weil ich Bedenken habe, wenn man hier bei der 73, 74 im Markt seinen Stopp hat, dass man da auch ganz schnell mal eine Ausführung kriegt, die man eigentlich nicht haben möchte. Und sobald der Kurs unter die 50 fällt, unter die 27.150, bin ich auch bereit, dann aggressiv den Stopp nachzuziehen, um das Risiko quasi aus der Position zu nehmen. Denn letzten Endes befindet man sich mit jedem Trade im Risiko. Das muss man sich auch vor Augen halten, dass man immer, wenn man in dem Markt eine Order hat, beziehungsweise eine Ausführung im Markt bekam, dass man hier quasi sich das Risiko ins eigene Konto holt. Und ja, vor diesem Hintergrund sollte jeder nur so viel Risiko eingehen, wie er auch verschmerzen kann. Also da gibt es den sogenannten Rumrutschfaktor, wer das schon mal gehört hat, dass man quasi nicht nervös werden sollte und noch verkraften kann, wenn das Internet ausfällt, wenn es an der Tür klingelt, der Postbote kommt und schon wieder Schrei vor Glück irgendwelche Zalando-Slipper reingereicht werden oder auch die Apple Watch einfach mal alle ist und man muss sie laden. Toilette, frischen Kaffee, was auch immer, das alles sollte eigentlich nervös machen. Diese Durchhaltesprüche mit, ja, ein richtiger Trader hat auch einen Eimer unterm Tisch, der geht nicht auf Toilette. Ich glaube, das gehört der Vergangenheit an, denn wir alle wissen um unser Risiko oder sollten es wissen und können das auch entsprechend quantifizieren. Denn jeder hat ja mehrere Stellschrauben und das ist auch das Schöne im Trading im Vergleich zu anderen Jobs, in Anführungsstrichen. Man kann im Trading jederzeit selber entscheiden, wann man reingeht. Man kann jederzeit selbst entscheiden, wo man rausgeht und man kann jederzeit das Risiko über seine Positionsgröße und den Abstand zum Stopp bestimmen. Also dieses, der Markt sagt einen immer oder der Markt bedient sich vom Konto, das halte ich konkret für Quatsch. Das muss ich mal jetzt so hart formulieren, denn man hat so viele Einflussgrößen auf sein Tun am Handel, dass auch wenn es eine 50-50-Chance gäbe, auch wenn der Markt Glücksspiel ist in der Bewegung, wenn man das annimmt, dass es Glücksspiel ist, dann hat man trotzdem über seinen Einsatz, seine Zeit, sein Risiko noch eine sehr, sehr starke Variable in der Hand, um das entsprechend zu triggern. So, das ist der 1-Minuten-Chart, damit man mehr sieht. Daran hat sich nichts geändert. Im 5-Minuten-Chart wird man beziehungsweise 5 Minuten sehe ich im Nasdaq, weil ich hier nicht aktiv bin. Da sind die Tiefs, die wir heute zur Markteröffnung hatten, gerade im Fegefeuer. Wenn die unterschritten werden, gehe ich davon aus, dass der Markt hier auch nochmal ordentlich rutscht. Der Nasdaq an sich hat ein neues Allzeithoch gemacht, die letzten Tage immer wieder. Und hat sich immer mal wieder über der 8.000 festgesetzt, kann das Niveau aber nicht halten. Also zwischen 7.900 und 8.000 gab es immer wieder starke Bewegungen. Insofern ist das auch ein Markt, den man gut und gerne traden kann. So, der Dow geht jetzt in die Richtung der Tiefs, die ich quasi hier eingezeichnet hatte. Ich nehme über der vorletzten Kerze das Risiko wieder auf 3 Punkte zurück. Das heißt, wenn man hier ausgestopft wird, würde nicht so viel passieren. Man kann die Order auch entsprechend modifizieren. Und jetzt machen wir mal was ganz Verrücktes. Wir sagen, wir gehen in den Markt. Oh, da sind wir schon drunter. Das heißt, wir können im Grunde genommen, wenn wir hier auf dem Level sind, auch in die Position reingehen und die Position manuell, weil das ist das Ziel, Tagestief unterschritten und dann haben wir das quasi gefillt. Das waren jetzt relativ schnelle 50 Punkte, wenn ich das richtig überschlagen habe. Der Markt ist durch das Tagestief durch. Natürlich kann man auch einen Stopp versetzen. Klar, diese Möglichkeit gibt es immer, aber da ich mich an Linien orientiere, sind Linien für mich zum einen der Einstieg und zum anderen auch der mögliche Ausstieg. Und ich habe das als Ausstieg genutzt und schaue jetzt, wo die Reise weiterhin geht. Die nächste Unterstützung hatten wir ja hier eingezeichnet. Das heißt, wenn ich hier nicht in den Trade reingekommen wäre, oh, die haut es auch gleich durch. Na, hier ist ja richtig was los. Und dann kommt ja auch fast schon die 27.000 als runde Marke ins Visier. Man könnte an der Stelle
und runde Marken haben die Eigenschaft, dass sie immer mal angelaufen und quasi wie ein Flummi funktionieren. Hier könnte man auch auf eine Gegenbewegung setzen. Hier gehe ich mit kleinerem Risiko in der Regel rein, da wir am Tagestief notieren und da das Tagestief natürlich jetzt neu geprägt wurde. Also es gibt keine Unterstützung in dem Sinne von den letzten Tagen im Dow Jones. Das hatten wir ja vorhin im Stundenchart erarbeitet. Der Markt geht aber schon wieder nach oben. Also das heißt, da war ich ein bisschen zu langsam. Man kann ja auch One-Click-Trading letzten Endes fabrizieren. Aber die Chance ist jetzt erstmal durch und wir schauen, ob der Markt vielleicht doch noch tiefer runtergeht. Ich gehe an der Stelle wieder short, weil das Erholungslevel war ganz kurz über den Tiefs der vorhergehenden Tage. Wir hatten das im Stundenchart hier herausgearbeitet. Und wenn das durchgebrochen wird, wenn die Levels nicht wieder schnell zurückerobert werden, dann kann es natürlich hier auch weitergehen. Das rechte Auge gilt dem Nasdaq, der hier dann erst wieder bei 7.900 glatt in etwa unterstützt ist. Aber zurück zum Dow Jones, der weiter fröhlich fällt. Hier nutze ich dann vor der runden Marke auch nochmal den Markt für einen Ausstieg. Also das heißt, wenn wir in diese 27.020er, wenn wir in diesen Bereich einlaufen und kein weiterer Druck sichtbar ist, bin ich auch bereit, hier die Position entsprechend wieder zu geben, weil Geld wird quasi nicht neu geschaffen, sondern nur umverteilt und man möchte natürlich als Trader, dass das Geld auch so umverteilt wird, dass es bei einem selbst landet und von den anderen kommt. Unten sehe ich so mit einem Auge zucken, dass der DAX hier auch abtaucht, aber es sei ihm gegönnt. Ihn handle ich zur Haupthandelszeit und abends dann natürlich die Wall Street. So, er hadert ein wenig hier mit einem weiteren Schub nach unten. Das heißt für mich, ich werde den Stop entsprechend anpassen über die letzte Kerze wieder, um das Risiko ein bisschen rauszunehmen. Aufgrund der Volatilität ist es leider nicht möglich, das Risiko da auf 3, 4, 5 Punkte zu begrenzen, sondern es muss brav nach Charttechnik hinter der letzten Kerze, hinter dem letzten Widerstand versteckt sein. Und man ist als Trader jetzt natürlich geneigt zu schauen, ob die Position überhaupt noch Gewinn abwirft oder ob man gleich ausgestoppt wird. Auch das muss man sich dann zugestehen, dass die Idee nicht funktioniert. Entweder organisiert das der Stopp oder man geht manuell aus diesem Trade raus. Deswegen beobachte ich hier auch immer mehrere Märkte, um quasi Korrelationen zwischen den Märkten festzustellen. Eine Korrelationsfolie habe ich auch noch im Vergleich Gold und Aktien. Da kommen wir gleich dazu. Aber es scheint hier nicht viel, jetzt sind wir genau an dieser Unterstützung, die ich eingezeichnet hatte. Er kämpft. Beziehungsweise jetzt ist es ja ein Widerstand, ne? Bestätigt zweimal. Jetzt ist es Widerstand, ja. An der Stelle will ich auch kurz noch anfügen, weil du vorhin mit dem Ausstoppen oder auch hier an der Stelle, JFD ist ja auch dafür bekannt, dass wir nicht Market Making, nicht gegen euch spielen. Das heißt, der Liquiditätspool, der die Trades hier abnimmt, der sieht nicht, wo ihr euren Stopp habt, beziehungsweise euren Take Profit. Völlig anonym seid ihr hier unterwegs gegenüber unserem Liquiditätspool, sowohl am CFD als auch im FX-Marktbereich. Und das mal als kleine Anmerkung an der Stelle. Und wichtig zu wissen, da man hier eben dann doch immer den einen oder anderen Unkenruf hört. Und es ist in der Tat so, dass es häufig Broker gibt, die eben auch gegen den Trader handeln, was sich dann eine zusätzliche erschwerte, sage ich mal, Rahmenbedingungen ansehe. Und deswegen sollte man immer da mal auch ein Stück weit hinter die Kulissen schauen, wie denn der Broker ausführt. Und JFD, das ist nicht nur so ein Slogan, sondern es ist unsere Firmenethik, Just Fair and Direct. Und deswegen an der Stelle nochmal da die Anmerkung. Und aber auch sehr interessant, sage ich mal, lieber Andreas, wie du hier wieder vorgehst und der Markt sich so ein bisschen an deinen Fahrplan hält. Also spannend an der Geschichte halt tatsächlich, dass der Markt hier auf Tauchstation geht im großen Stil und du das entsprechend hier mitnehmen konntest. Auch vernünftig, dass du gerade im schnellen Trading hier da auch deine, jetzt bist du schon wieder rausgehuscht, ne? Genau, ich bin gerade raus, weil das waren jetzt irgendwie 20 Punkte Profit, wo ich an der mit dem rechten Auge die 7.900 gesehen hatte im Nasdaq, wo ich dachte, na,
man will es nicht ausreizen und wir nähern uns auch der runden Marke. Also das ursprüngliche Ziel war hier der 20er-Bereich, jetzt sind wir 16, 15, ja. Okay, nicht traurig sein, wenn man einen Trade im Profit quasi geschlossen hat und dann läuft es noch weiter in die Richtung. Man kann ja immer wieder einsteigen. Also das ist ja der Vorteil mit niedriger Margin. Interessant ist, um nochmal den DAX kurz ins Spiel zu bringen, der war ja heute Morgen nochmal kurz vorbörslich auf dem Tief von gestern. Also das ist die 12.115 ungefähr. Und da sind wir 20 Punkte weg. Also ja, die 27.000 hat es ganz kurz hier touchiert. Mein lieber Scholle, jetzt bin ich gewillt, hier zu schauen, ob die Marke vielleicht hält. Das heißt, ich würde hier eine Order reingeben, die quasi auf einen Long Trade ausgerichtet ist. Ich fertige die einmal vor und schaue dann je nachdem, wie der Markt sich gibt, ob ich abdrücke oder nicht. Das ist für mich ein besseres Rezept, als wenn ich an Limits mich entlang hangle und diese Limits immer wieder in den Markt stelle. Er scheint aber noch nicht fertig zu sein und deswegen zögere ich hier noch mit der Ausführung. Man hat es ja auch nicht eilig, also es tut sich ja Gott sei Dank einiges bei dieser Notenbank-Sitzung. Insofern gibt es viele Chancen. Mich würde vielleicht am Rande interessieren, bevor ich hier nochmal reinrutsche in den Markt. Ja, im Nester geht noch was. Der Nester geht tiefer. Das heißt, der Trade, der wäre obsolet, wenn ich den jetzt hier eingegangen wäre, der wäre sofort ausgestoppt gewesen. Ist es insofern gut, hier gewartet zu haben. Jetzt sind wir schon wieder 30, 40 tiefer. Ja, etwas ärgerlich, man heute. Weiß, dass man ohne Short war. Na gut, ärgerlich, das ist ein Part of the Game. Ich meine, du hast ein kleines Stop-Loss vorhin kassiert und du hast jetzt schon zwei Gewinntrades gemacht. Das ist eben der Unterschied zwischen einem Scalper und einem Investor. Ja, du siehst das ja halt hier rausschneiden, deswegen heißt das ja auch Scalper, dafür bist du bekannt. Und dass der so abschmiert, der Markt, ist halt wirklich sehr, sehr spannend. Wir haben ja auch Monatsschluss, liebe Leute. Das wird auch spannend sein. Monatskerzen, schaut da auch insbesondere gerade auf den Euro-Dollar, auf den Währungsmarkt. Das sieht wirklich mega bärisch aus, wenn wir heute einen Close kriegen unter 1,1130 und danach sieht es aktuell aus. Also die Pressekonferenz nähert sich ja so langsam, aber sicher auch dem Ende, wo man sagt, wenn die durch ist, da ist alles drin, was der Markt haben wollte. Und dann glaube ich nicht, dass wir jetzt in den letzten 3-4 Stunden dann nochmal eine schnelle Erholung sehen. Und insofern sind wir da auf neuem Jahrestief aus dem Juli beim Euro-Dollar raus, was per se ein weiteres Verkaufssignal ist. Und jetzt sind wir hier schon wieder aggressiv, kleinen Take-Profit, größeren Stop-Loss. Du setzt hier auf einen kleinen Spike in die Abverkaufskerze, ne? Du Fuchs. Genau, ich schaue jetzt, ob ich den noch ein Stück nach oben ziehen kann, den Take-Profit, weil nach so einer Phase von 200 Punkten, die wir von hier bis hier hatten im Markt, ist natürlich ein Rebound auch immer von 10, 20 Punkten drin. Und hier gilt es, wenn man auf den Rebound spekuliert, mit einem kleinen Stop-Loss zu arbeiten und auch mit einem relativ engen Take-Profit, weil es macht letzten Endes ja keinen Sinn zu sagen, ja, oder für mich, ich muss es nur für mich sagen, für mich macht es keinen Sinn, wenn ich sage, ich spekuliere darauf, dass der Markt 50% der Bewegung korrigiert oder was es auch alles gibt. Nein, ich bin mit 15 Punkten zufrieden, wie man hier gesehen hat. Und es war genau auch dieses Level, wo der Markt jetzt wieder die 15 Punkte zurückging. Also insofern wohlbemerkt, ich will anmerken, dass wir die Kerzen nicht nach deinen Take Profits hier drehen. Ne? Nochmal die Geschichte mit dem Market Maker, der hier die Kerzen. Ich wollte mich gerade bedanken. Ich denke es mir gerade, das sieht ja fast, das ist ja fast wie Malen nach Zahlen. Also insofern Obacht geben. Aber wie gesagt, schon wieder ein schöner Riecher, das zeichnet sich aus. Das ist deine Markterfahrung. Insofern spannend, wie du den gecovert hast da hier an der Stelle. Jetzt sind wir mal gespannt, ob er die 27.000 überhaupt wieder mal erobert, aber es ist definitiv, ja, ein wildes Geben und Nehmen. Ich hatte vorhin die Frage, aber die Cornelia ist leider raus, glaube ich. Die hat sich schon verabschiedet oder ist vom Stuhl gefallen nach deinen leichten Gesängen, lieber Andreas. Und zwar fragte sie nach dem SMA oder EMA 20. Ist das überhaupt der 20er, den du da drin hast, den schwarzen? Das ist ein 9er, oder? Das wirst du mir erzählen, weil das ist die Standardeinstellung. EMA 40. Ah, der EMA. Das ist der normale, nicht der EMA, sondern der Moving Average, der ganz klassische 40er. Ist auch kein heiliger Gral. Ich glaube, der. Nee. Genau. Vielleicht noch, warum? Warum nehme ich die Standardeinstellung? Also es gibt so viele Börsenbriefe und ich will niemanden verurteilen, Rainbow, Ichi, Michi, Kuchi, was weiß ich, was es alles gibt. Noch nie gehört, manche Sachen.
Ja, das ist teilweise so speziell, wenn es ein Signal gibt und es ist ein ganz, ganz spezielles System oder ein ganz, ganz spezielles Cost-Level, was keiner sieht, dann müsste man ja dem System unterstellen, dass es wirklich ein heiliger Gral ist. Und ich glaube nicht daran. Also ich glaube einfach daran, dass das große Kapital einfach das tut, was es sieht. Und deswegen versuche ich mich an ganz einfachen Sachen zu orientieren. Einfache Trendlinien, Vortagestief, Hoch, Gaps und so weiter. Weil je mehr Leute solche Levels sehen, desto mehr handeln auch solche Levels und desto einfacher ist es für mich, unter Chance-Risiko-Aspekten positive Trades hier aus dem Markt herauszuziehen. Und da reichen manchmal wirklich 15 Punkte. Und hätte ich die nicht mitgenommen, um nochmal hier diese Kerze mir kurz anzuschauen, dann hätte ich den Trade ausstoppen lassen müssen und hätte halt 15 Punkte auf den Deckel gekriegt. So, jetzt ist es natürlich interessant, im DAX, da ist Land unter, also wir sind durch die Tiefs der letzten Tage. Hier juckt es natürlich total aus charttechnischer Sicht Short zu gehen, aber auch das verkneife ich mir, denn abends, ja, da braucht nur einer zu covern seine Short-Position, dann geht das Ding 20, 30 Punkte hoch und dann ist mein Stopp auch weg. Insofern bleibe ich bei den US-Märkten, die hier vorsehentlich abschmieren und um mal zu sehen, wo wir hier überhaupt sind, nehme ich mal ein größeres Chartbild hier rein in den Screen und da sind es auch tatsächlich jetzt 300 Punkte, die wir nach unten gewandert sind. Wo ist denn die nächste Unterstützung? Ja, die müsste jetzt hier so ungefähr sein, wenn man sich hier die Hochs anschaut, Entschuldigung, die Hochs, dann sind wir hier schon nah dran. Ja, da würde ich hier sogar gewillt sein, nochmal in das Honigfass zu greifen. Und zwar auch hier dasselbe Szenario wie vorhin, ein relativ enger Stopp. Da darf man mit den Zahlen natürlich nicht durcheinander kommen. Auf den Kurslevels, das geht so schnell, nur hat man keinen richtigen Hunderter oder wird mit dem Stopp nicht 20 Punkte entfernt abgeholt, sondern dann 50, 60. Es wird enger, also noch keine Zeit. Noch nicht die richtige Zeit, um hier in den Markt zu gehen. Gut, die 60 nehmen wir mal mit einem Stopp. Relativ eng, wie gesagt, von 51. 10 Punkte Stopp ist in so einem Markt, ja, sagen manche, ist verrückt. Sehr eng auf jeden Fall. Aber es gibt ja Leute, die mögen es, ne? Genau, über 80 sollte es gehen, um auszuklinken. Und dann haben wir genau die 80 getroffen. Das heißt, wir haben 10 Punkte Stopp, 20 Punkte Profit mitgenommen in, lass mich lügen, 10 Sekunden. Das ist Scalping. Also das wollte ich nur kurz nochmal zeigen. Meine Güte, also ich will nur anmerken an der Stelle, dass die Volatilität ja arg rückläufig ist. Generell befinden wir uns da auf historischen Tiefs, was auch verschiedene Volatilitätsindizes anzeigen. Die Vermutung liegt nahe, dass das kein Dauerzustand bleiben wird. Insofern wie so ein Spannungsbogen, Schrägstrich, also was kontraktiert, extrahiert sich wieder und dergleichen. Ich denke, wir werden auch wieder erhöhte Volatilitäten erleben, wo auch gerade Scalper ihre Freude haben. Wie du es uns hier jetzt zeigst, das ist tatsächlich möglich. Allerdings natürlich wahrlich eine Competition, weil wie wir ja sehen, geht es ja jetzt direkt weitere 50 Punkte runter. Wahnsinn. Ja, das ist echt der Wahnsinn, was der Markt hier lostritt. Und hier werde ich natürlich auch mal im Schwall ausgestoppt, direkt 10 Punkte. Aber das gehört kalkuliertes Risiko. Kalkuliertes Risiko, würde ich auch sagen. So, dann schauen wir mal, wo wir hier... Das war ja fast das Tagestief. Das ist natürlich leicht ärgerlich, aber da kann niemand was dafür. Kalkuliertes Risiko, wie du so schön sagst. Es wird immer eine Gegenbewegung geben in so einem Markt und es stellt sich immer wieder die Frage, ob man nach so einer Bewegung noch aufspringen möchte, ob man davon ausgeht, dass hier wirklich der Wasserfall extrem losgetreten wird oder ob man sich sagt, irgendwann muss auch mal gut sein und der Markt muss zur Ruhe finden. Bei 82 würde ich oder hier unter der 91 würde ich nochmal long gehen, unter der 26.800 wohlgemerkt. Und schaue mir das auch gleich an, wo wir wieder rauskommen. Auch ausgeführt, okay, also es ist wirklich ein High Pressure da im Markt. Na, Trend folgend, als wenn du jetzt, sag ich mal, die ausdauernde Lunge bewiesen hättest, aber das ist eben der Unterschied zwischen Scalping und, gut, ich meine, Intraday-Handel ist in der Regel meistens Scalping, aber Wahnsinn, jetzt gehst du ja wirklich massiv gegen den Trend, du Killer.
Mutig. Na, man muss halt schauen, ob man in tief fischen kann, aber immer mit einem Stopp von 10 Punkten, dann sollte, wenn man das 3-4 Mal getan hat, dann sollte natürlich auch am Ende einen Profit bei rumkommen, der jenseits der 10 Punkte ist, weil ansonsten macht das insgesamt ja überhaupt keinen Sinn. So, jetzt sind wir schon wieder 100 Punkte tiefer. Es ist echt. Das ist eine krasse Wolle. Also ich bin ja per se eher der Trendfolger, muss ich ja zugeben. Also das ist, wie gesagt, Hochfrequenz-Trading, was du hier treibst. Aber spannend an der Stelle, wie gesagt, das ist auch nichts Ungewöhnliches. Wie gesagt, wir hatten ja ein Event, wo du 200 Trades am Tag gemacht hast. Da freut sich jeder Broker, auch die, die eben rein vom Kommissionshandel leben, wie wir. Aber wir wollen ja auch erfolgreiche Händler haben. Insofern freut es uns ja, wenn du da deine Gewinne mitnimmst und entsprechend profitabel weiterhandelst. Haben wir zum Beispiel jetzt, einen, der schon jetzt 50 Punkte losgerannt ist. Und wenn er jetzt über die 26.810 vielleicht nochmal lupft, da bin ich auch geneigt, dann 60 Punkte Profit einzustreichen. Insofern, wenn man dreimal ausgestoppt wurde, jetzt kommt die 11. Das könnte bullische Grafik werden. Schaust du da auf Candlestick-Kerzen eigentlich? Jetzt rede ich dir voll in deinen Zählen. Jetzt hast gar nicht. Wow. Das waren jetzt 85 Punkte auf der Profit-Seite. Und wenn man dann dreimal mit minus 10 ausgestoppt ist, bleibt unterm Strich ja trotzdem 55 Punkte Gewinn übrig. Also insofern, wie man an meinem Trading-Stil sieht, bin ich eher derjenige, der rein und wieder neu rausgeht, raus und wieder neu reingeht, als derjenige, der versucht, sukzessive immer den Stopp nachzuziehen. Also das würde mich auch verrückt machen, im positiven Sinne, manchmal im negativen, weil klar, also man hätte den Stopp hier nachziehen können, aber es ist natürlich auch eine Pain, von hier nochmal 80 Punkte vom Gewinn wieder herzugeben. Ja. Insofern weiß ich mein Risiko, weiß das auch zu schätzen und versuche dann lieber mit einem neuen Trade wieder neu in den Markt reinzukommen. Also es war, wie gesagt, per se, also Wahnsinn, wirklich, das war mutig und Mut wird auch in der Regel belohnt. Wie gesagt, das ist genau der Unterschied. Wenn du das nachtrailst, bipperst du immer nach jeder Kerze, wie tief geht's noch und ein Trailing-Stop. Im Übrigen, Andreas macht das hier noch recht, sag ich mal, klassisch. Wir haben bei uns ja auch die Add-ons, also MetaTrader 4, MetaTrader 5, übrigens echter kostenloser Aktienhandel geht nur über MetaTrader 5. Das ist, sag ich mal, systembezogen aufgrund 32-64-Bit-System und der begrenzten Underlyings. Wir haben ja auch weit über 1500 verschiedene Produkte. Also man muss nicht nur DAX, Dow Jones und Euro-Dollar handeln, aber es gibt eben auch Features, die Add-ons heißen und dem Mini-Terminal, das werden wir dir mal eine Einweisung geben, mit dem kannst du nämlich noch viel mehr scalpen und traden und Positionsgrößen berechnen und dergleichen. Da ist unser Markus Kleber im Trading-Room sehr, sehr aktiv. Haben wir auch einige Videos und dergleichen. Also wie gesagt, wer da Interesse hat, unserem Support schreiben, will dies, will das, wir versorgen euch da gern mit Content. Und der Trading-Room, von dem du vorhin gesprochen hast, da laden wir dich auch gerne mal tagsüber ein. Das macht unser Markus Klebe, der auch jeden Tag den Research macht. Da kann man auch mal live über die Schulter schauen, wie er sozusagen die Märkte täglich sieht. Jeden Morgen DAX Long Short oder dann auch die US Bell beim US-Markt einfach mal empfehlenswert und bei uns reinschnuppern. So. Aber die Frage ist halt natürlich immer, wenn ich so viel berechnen muss, bevor ich den Trade starte, komme ich überhaupt noch zum Trading oder bin ich dann nur am Berechnen? Das macht ja im Prinzip die Software an der Stelle und es gibt da, wie gesagt, einige unterstützende Tools im Bereich des MetaTraders. Der MetaTrader ist auch deswegen bekannt, weil man algorithmische Systeme halbautomatisiert, vollautomatisiert selbst bauen kann oder sich auch programmieren lassen kann. Also es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt am MetaTrader. Dafür die Software einerseits etwas eingestaubt wirkend, hat aber dadurch auch durchaus Vorteile. Und es gibt natürlich auch Upgrades, wie von dem Dirk Hilger an der Stelle mit dem Stereo Trader, weil ich das gerade im Chat lese, haben wir bei uns auch im Angebot, muss man sich bei den Plattformen mal erkundigen. Aber da hat jeder so seinen Stil, ja. Und du, wie gesagt, hast da dein Mittel zum Weg, das machst du seit 20 Jahren so. Und da brauchst du jetzt auch gar nicht so bunte Charts, irgendwelche, sag mal, Hochfrequenzregler rechts und links und eine Volumenanzeige vielleicht noch, wie unser Heiko Behrendt ja auch macht im Scalping, der aber sich immer den Future anschaut. Du hast da deinen eigenen Stil gefunden und prägst ihn und das ist auch völlig in Ordnung so. Ja, also ich habe hier, wie ich vorhin gezeigt habe, eine Unterstützung noch eingezeichnet, die jetzt sich hier zum Widerstand etabliert. Also das war jetzt nicht einfach wild reingeklickt. Ich habe nicht punktgenau, die Order kennt, hätte man natürlich auch aufgeben können, punktgenau. Aber um zu zeigen, der Markt ist halt enorm runtergebloppt, hatte hier die Gegenbewegung bis zu der Linie. Und da bin ich auch rausgegangen
Nee, hier unten bin ich schon raus, Entschuldigung. Bin dann hier jetzt wieder short reingegangen, weil jetzt ist es natürlich keine Unterstützung mehr, sondern ein Widerstand. Und jetzt versuche ich hier den Markt nochmal auf der Short-Seite zu handeln, den Trade anzupassen, also quasi den Stopp nachzuziehen und schaue, da sind das schon 30 Punkte, wenn ich das richtig sehe. Und wenn er mir noch ein Stück gibt und die Kerze nicht komplett versagt im Nasdaq und im Dow Jones, dann würde ich hier den Trade auch schon wieder glattstellen. Also es ist wirklich ein Geben und Nehmen, wie man so schön sagt. Jetzt hängt kurz was. Ich hoffe mal nicht der Ton. Nee, der Ton hängt nicht. Aber hier ist irgendwas frozen gerade. Sehe ich gerade. Also bei dir auch? Nee, bei mir nicht. Dann ist doch gut. So, wir sind wieder da. Hätte ich wahrscheinlich doch nicht das Eis über den WLAN-Router vorhin kippen sollen. Auf einmal war was frozen. Ja, der Ton war zum Glück klar, aber es war schon leicht kurios, dass du da jetzt einen kleinen Ausfall hattest, aber nicht zu deinem Nachteil. Jetzt bist du manuell rausgegangen, hast du dir mal gedacht. Jetzt bin ich manuell rausgegangen, weil ich glaube 22 Punkte oder so waren es. Insofern nehmen wir die jetzt auch nochmal mit aufs Konto. Es sah für mich nämlich nicht so aus, als ob es weiter nach unten geht. Und ja, dann wartet man lieber ab und geht nochmal an der Schwelle einen neuen Trade ein. Und es weiß ja auch niemand, ob wir nochmal das Tief sehen oder ob das quasi eine Mini-Korrektur ist und wir wieder nach oben laufen. Also ich habe jetzt die Pressekonferenz nicht zeitgleich mir angehört. Das hätte quasi mich etwas nervös gemacht, gleichzeitig Englisch zu hören, dann auch mit dir zu plaudern, dann die bunten Bilder zu sehen und noch einen Trade abzudrücken. Insofern verzeiht mir das, dass ich da nicht wiedergeben kann, was für Fragen und Antworten waren. Das Da ist aber die Frage, machen die Nachrichten die Kurse oder die Kurse die Nachrichten? Hier werden viele Phrasen gedroschen. Ja. Das ist sicherlich marktentscheidend, geldpolitisch mittelfristig sicherlich alles interessant, aber der Markt hat sozusagen da seine eigenen Regeln und ich meine, die Marktkommentatoren reden auch gern nach den Charts, ja. Ich meine, selbe Marktsituation, ja, wirklich identisch. Und wenn der Preis aber nach oben geht, dann wird das erzählt. Wenn er nach unten geht, wird das erzählt. Also da ist die Frage meines Erachtens immer relativ schnell beantwortet. Und da sollte man sich auch, autark verhalten, so wie du das machst. Du hast da eben wirklich ein Gespür für, muss ich schon sagen. Und jetzt sieht man auch, im Prinzip gibt es ja neue Tiefs. Obwohl es mag jetzt sein, nach diesen massiven Impulsen, dass der Markt sich jetzt so ein bisschen auspendelt auf die letzte Stunde. Ja, das ist durchaus möglich. Man sagt ja, das Handelsvolumen der letzten Stunde und in der ersten ist das größte. Viele warten einfach ab. Also ich bin gespannt, ob hier noch was nachkommt. Ich kann noch mal einen Trade nachreichen, den ich heute Nachmittag gemacht hatte. Und zwar habe ich den aufgezeichnet. Nochmal einen Schritt zurück. Trading ist für mich immer die Vorbereitung, Disziplin. Also wie ich das jetzt zeigte mit dem Stundenchart, 5-Minuten-Chart, 1-Minuten-Chart, dem konkreten Trade, so vollziehe ich das immer in der Wochenvorbereitung. Das kannst du gerne nachlesen bei Wall Street Online oder bei Arriva oder auch bei Trading Treff oder auf meinem Blog. Jeden Sonntag ab Mittag ist der Wochenausblick live. Da gebe ich schon die ersten Marken vor und an denen handle ich mich dann konkret in der Tagesplanung auf meinen Social-Media-Kanälen entlang und formuliere dann konkrete Trades, die man beobachten kann, umsetzen kann, wie auch immer. Jeder handelt ja sein Konto. Und einer ist mir heute Nachmittag reingerutscht, schon im Dow Jones. Der Dow Jones war vorbörslich knapp bei 27.280. Und als wir hier oben in dem oberen Band waren, der Vorbörse, hier hat er eröffnet bei 240, haben quasi die Unterstützung, die hat gehalten. Er ging hoch, hat aber nicht das Hoch nochmal mitgenommen, was er quasi in der Nacht formiert hatte und ging wieder nach unten. Das heißt, für mich war das Signal, er will nicht mehr höher. Dann bin ich hier mit der ersten Position short gegangen, den Stopp drüber und hier mit der zweiten, als wir dann uns anschickten, das vorbörsliche Tief zu brechen. Und dann war quasi das erste Ziel für mich, das, ich glaube, es war sogar Gap Close von gestern und das zweite Ziel war dann letzten Endes, als das angelaufen wurde, die Runde 27.200, wo wir die letzten Tage auch immer mal angelaufen waren. Also das heißt, in relativ
einfacher Manier konnte man sich hier 60, 70 Punkte aus dem Markt schlagen. Hier ist auch nochmal der Beweis, dass die Stops hier schön waren und das, was du vorhin angedeutet hast, dass es positives Slippage gab. Also habe ich bei ganz, ganz vielen Trades einfach bei JFD positives Slippage, die an den Kunden weitergegeben wird. Ich hatte das Limit bei 12 drinne und bei 2 und hier habe ich einen Euro 80 pro CFD bekommen, mal 3. Naja, das sind ja schon wieder 2 Megadöner in Berlin. Ich sagen, und hier habe ich auch nochmal Cola dazu bekommen. 2 Halbmonde erhalten. Ja, ist aber auch ein wichtiger Punkt. Die Weitergabe von Slippage ist nicht, sage ich mal, Standard. Ja, es gibt viele Broker, die, wenn sie gegen dich handeln, ja eh schon mal kaum Slippage erzeugen, wenn dann nur massiv gegen dich und positives Slippage, sofern der Trade wirklich weitergegeben wird, wird erstmal schön eingebucht ins eigene Konto. Und genauso, also schönes Beispiel, ist wie gesagt auch wieder mal spannend, dass du schon heute tagsüber hier nochmal dargestellt hast, was A, die Trade-Idee war, B, wie es verlief und C, dass es auch ein super Trade war im Rahmen dessen, dass es dann auch noch eine positive Slippage gab, also wirklich eindrucksvoll. Dass du vorher irgendwo versucht hast, mal einen Long-Ausbruch zu handeln, ist nicht der Fall. Vor der FED-Sitzung oder was? Heute, genau, also jetzt dann praktisch heute, am heutigen Tag. Na, der Trade lief bis 16.30 ungefähr oder 16.15 und dann, nee, wir haben ja die genaue Zeit, müssen wir ja gar nicht abschätzen. Ja, ich glaube, 15. Ja, 2 Stunden drauf musste, glaube ich, 16.30 war es. Ich habe noch die komische Einstellung von der Uhrzeit, aber das soll uns jetzt nicht durcheinander bringen. Und dann tatsächlich habe ich dann schön Schweineohren gegessen und Kaffee getrunken und dem Leben gefrönt. Und es war auch gestern noch was vom Grill übrig, das musste ich auch noch verputzen. Insofern bin ich gut gestärkt hier ins Webinar gekommen und habe dazwischen dann einfach nichts mehr gemacht. Also was soll man auch 2 Stunden vor einer Fettentscheidung noch im Markt rumtraden? Da finden letzten Endes Positionsbereinigungen statt. Ich glaube nicht, dass sich ein großer Institutioneller so eine Stunde vor einer Fettsitzung sagt, ach, ich gehe jetzt mal mit 10 Millionchen Long oder Short in irgendwas. Nee, da wartest du dann auch noch ab. Insofern muss man nicht vor Aktionismus sprühen. Apropos sprühen, es ging ja nochmal, es ist doch nicht ganz runtergelaufen, sondern wieder hoch, hat diesen Widerstand nochmal hier just übersprungen mit, jetzt muss ich mich festhalten und reinzoomen, mit 70 Punkten sogar, ist an diese Durchschnittslinie, die, wie vorhin die Kollegin fragte, MA40 ist in meinem Chart, rangelaufen und von ihr abgeprallt. Also man hat oftmals das Gefühl, dass diese Durchschnittslinien natürlich auch getriggert werden von automatisierten Handelssystemen und die machen mittlerweile ganze 80% des Umsatzes in New York aus, diese automatisierten Handelssysteme. Also wenn man versteht, wie so Systeme vielleicht ticken oder wie auch große, das ist ja Heiko Behrendt sein Metier, wie quasi der Wirt läuft, also wie die großen Marktakteure ticken, ja, und man hängt sich einfach für ein paar Punkte dran an die Bewegung, dann ist das völlig ausreichend und meine Philosophie ist immer am Tag irgendwie 100 Punkte mitzunehmen in Summe, also es kann aufgesplittet werden auf 2x50 oder 10x10, meinetwegen, wenn es 100 Punkte sind und man handelt das Ding da mit 3 oder vielleicht 5 CFDs durch, was jetzt keine Mega-Summe ist, dann hat man für einen Monat super ausgesorgt und hat ein tolles Leben. Also man muss sich da nicht selbst geißeln oder so unter Druck setzen, dass man binnen 2 Jahren die Millionen an der Börse schaffen muss, weil dann geht's schief. Denke ich, psychologisch. Ich habe ein paar Fragen an dich als Spezialisten in der Beziehung vom Detlef mal ganz kurz. Zeichnest du die Horizontallinie nur im aktuellen Timeframe oder ausschließlich im Daily? Also im Daily war ich heute gar nicht. Wenn der Detlef von Anfang an dabei war, hat er das Wort Daily gar nicht gehört. Da war ich nämlich nicht. Ich war, glaube ich, hier zuletzt im 4-Stunden-Chart, aber auch erst nach der Fettsitzung, um ungefähr zu sehen, wo wir hinrauschen könnten. Dann habe ich mir diese Hochs rausgepickt. Davor war ich nur im Stundenchart, hatte mir die beiden eingezeichnet als Unterstützung und das als Widerstand und habe mir dann hier im 5-Minuten-Chart diese Abwärtstrendlinie eingezeichnet gehabt, die nun sehr weit weg ist. Das waren die einzigsten Timeframes, die ich mir angeschaut habe. Den Daily schaue ich mir wirklich am Sonntag an. Ansonsten ist der für mich nicht interessant, einfach. Spannend. Frage auch, weil ich muss mal von oben nach unten gönnen. Jetzt fängt die Fragestunde an. Andreas, ich habe ungefähr grob überschlagen 50 Fragen für dich. Nein, Spaß beiseite, nicht, dass du die Leute jetzt hier wegkippen.
Durchschnittslinear Interesse. Wie genau heißt die Durchschnittslinear? Okay, das hast du ja schon beantwortet. Moving Average, das ist das Simple Moving Average, also der einfach berechnende gleitende Durchschnitt. Also eine neue Periode kommt dazu, die andere fällt weg. Da gibt es natürlich noch die exponentiellen und die gewichteten. Sollte man auch nicht zu kompliziert halten am Ende des Tages. Frage auch vom Frank jetzt. Wo kann ich denn den lieben Andreas verfolgen in Sachen Live-Trades, erst nicht auf Facebook. Frank, da wäre die Frage, wenn du auf Instagram bist, da kannst du was lesen vom Andreas, das weiß ich. Ansonsten Twitter ist er ja auch aktiv. Oder auch dann hin und wieder Gast bei uns im JFD Live Trading Room. Das war jetzt zwar noch nicht, aber ich ersuche darum. Oder genau, Bernecker 1977, das ist die Genau, Landing da gibt es auch Page. oben diese schönen Richtig. Buttons, da kann man dann direkt rein. Und wenn man das Ganze nochmal, hier sieht man auch die Ankündigung, oh, guck mal hier. Also 20 Frauen haben dir das Herz, das ist auf deiner Seite, und drei haben mir eine Frage gestellt. Also so ist immer das Verhältnis, wenn Chris und ich was zusammen Du machen. Ich Scherzkeks, du zeige dir auch gerne Scherzkeks, mal meine Mokka-Rezepte und so weiter. du. Da kann man das mal live verfolgen und auf YouTube. Bin ich auch, aber nur im Nachgang dann immer. Also den Kanal habe ich jetzt noch nicht für mich extrem erobert, aber man sieht hier in der Playlist ein paar interessante Reportagen und man kann sich hier auch die Live-Tradings im Nachgang nochmal anschauen. Ja, also da sind die Live-Events mit JFD, IB-Days und so weiter alle vorhanden, aufgezeichnet und kann nochmal alles gesichtet werden, Ah, wenn das ich sind ja möchte. auch die IB-Days, von denen du vorhin in luftig leichter Begleitung Richtig. gesprochen hast. Da tatsächlich, das waren 4 oder 5 Stunden-Event, mir ist fast das Mikrofon in der Hand zerflossen. Aber sei es drum, wir haben noch ein paar Statements von Kollegen, die sich sehr bedanken. Der eine oder andere bezeichnet es auch durchaus als Lucky Trades, Lucky Shots. In dem Rahmen, dass du da sicherlich auch einen Lucky Punch gesetzt hast, aber ich kenne dich zur Genüge, dass du das eben nicht nur als Lucky Punch siehst, sondern eben da auch eine Passion draus gemacht hast und das tatsächlich verfolgst, engmaschig und das Scalping dir einfach liegt. Gibt es auch hier neidlos anerkannt. Glückwunsch zum Ergebnis. Wunderbar. Andere Frage noch, sitzt du während der Handelszeiten permanent am Rechner? Sicherlich auch ein guter Punkt. Was nochmal zu den Lucky Punch, also ich glaube, ein Lucky Punch wäre es ja gewesen letzten Endes, wenn ich den Short, den ich hier oben bei 27.170, wenn ich den einfach nur gehalten hätte und hätte gesagt, oh, Tonstörung, ich gehe mir mal einen Kaffee machen und war hier unten raus. Also das wäre für mich sinngemäß ein Lucky Punch gewesen. Da ich aber nicht derjenige bin, der die Stops nur am Nachziehen ist und verfolgt, sondern der immer wieder rein und raus geht, könnte man ja dann orakeln, dann müssten es ja mehrere Lucky Punch sein. Und wenn man weiß, dass ich die letzten 20 Jahre auch an den Finanzmärkten aktiv war und auch mein Leben von bestreite, dann müsste es ja eine sehr, sehr Lucky Punch Zeit gewesen sein für mich bisher. Also Es das, war, ja, es war nur frech, ich wollte es nur auffangen, damit du das auch ja, mal beantwortest, weil sicherlich ist auch nicht der Ansatz. böse gemeint von Nein, mir. Ich wollte das nur nein. nochmal Richtig. in anderes Licht drücken. Aber das zu der Frage mit der Handelszeit, also das hat man ja vorhin schon durchblicken lassen können oder sehen lassen können, dass ich den Dow Jones nach der Markteröffnung handle und dann vielleicht 1,5 Stunden und dann wirklich Kaffeekuchenzeit, nichts tun. Dann ist auch zwischen 18 und 20 Uhr in der Regel in den USA ja die Mittagspause, die Bürgerzeit, wo gar nicht so viel Volatilität herrscht. Und dann von 20 bis 22 Uhr, je nachdem, ob sich Bewegung andeutet und je nachdem, ob ich auch andere Abendplanungen habe, handle ich. Also es ist für mich nicht so, dass ich jeden Tag komplett die DAX und Dow Jones Session vorm Rechner sitze. Überhaupt nicht. Also wenn man das zusammenrechnet, sind das, weiß ich nicht, vielleicht 6 Stunden, wenn es hochkommt mit Nachbereitung, Trading-Journal und so einem Webinar am Abend. Aber mehr Zeit ist es nicht, die ich mit den Kursen verbringe, weil ich auch denke, gerade wenn man kurzfristig handelt, bedarf das einer enormen Aufmerksamkeit und die es auch irgendwann verbraucht. Also keiner kann an der Uni irgendwie 14 Stunden einer Vorlesung nach der anderen über Quantenphysik lauschen und ist dann noch fit. Irgendwann ist man auch ausgebrannt. Also überall zucken die Kurse, es kommen Nachrichten rein, man sieht auf einen anderen Monitor, das ist ja jetzt nicht der einzigste Monitor, den ich hier stehen habe, auch andere Märkte, andere Timeframes, unterhält sich, chattet, schreibt mal einen Artikel in seinem Blog. Also da ist viel, was im Kopf
von rechts nach links und wieder zurück arbeitet. Und da ist man auch irgendwann geistig einfach durch. Und das fühlt sich durchaus so an, als ob man tagkörperlich gearbeitet hat am Ende des Tages, wenn man seine 6 Stunden durchhandelt. Und wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, wie zum Beispiel mit dem genannten Heiko Behrendt, der macht auch früh sein Trading zur Eröffnung, dann Punkt um 10 seine Trades und dann nochmal Wall Street. Und dann ist er auch durch mit Handeln. Da ist, glaube ich, noch weniger Zeit, die er verwendet für den eigentlichen Trading-Betrieb. Ja, Heiko, auch interessant, genau, kennen wir auch schon lange, hat er da auch seine, so, ihr habt ja beide angefangen, den Markt zu skypen, wie gesagt, als ich da noch, sag ich mal, relativ jungfräulich war und mich lediglich für Aktien interessiert habe und Investments generell, ja, das war wirklich so Ende der 90er, da habt ihr tatsächlich da schon Blut geleckt, also Respekt. Treten ist wie Leistungssport. Hey, da ist ja ein Namensvetter wieder mal, sei gegrüßt, du warst heute Mittag auch beim, oder heute Nachmittag bei meinem JFT-Devisenrater-Webinar dabei, sehr, sehr anständig, ein treuer Folger der Situation. Genau, Grüße von Kofor. Jawohl, Andreas, danke, schönes Webinar. Ja, gebt auch ruhig mal ein Feedback, liebe Leute, wie ihr es fandet. Ja, der ein oder andere ist schon vom Stuhl gekippt. Wir waren heute wirklich ein sehr, sehr stark gefüllter Raum, ein super Interesse. Ob das jetzt an dem FED-Termin lag, beziehungsweise eben primär wahrscheinlich eher an dir, Andreas, an deiner Erscheinung, an deiner Anwesenheit, dass du uns heute hier beerst und deine Zeit schenkst. Auf jeden Fall volles Haus immer noch und gebt gerne mal ein Feedback auch an unseren Support im Nachgang, auch wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, wie ihr euch irgendwo helfen können, wunderbar. Und so eine Live-Session ist natürlich auch interessant, dass wir den Markt live besprechen. Es ging ja jetzt auch um den Goldpreis, noch tendenziell mittelfristige Einschätzung. Ja, da kannst du auch noch was sagen. Da habe ich auch noch was vorbereitet, bitte? Beziehungsweise eins, wo Sie noch einholen zum Heiko. Also das habe ich spontan jetzt gefunden, sein Trading-Journal aus dem Jahr 2005, da waren wir bei Wall Street Online schon fleißig am Handeln und jeder handelt seinen Plan, er stellt seinen Plan rein, es soll locker easy zugehen. Also das ist genau das Thema, wo der Heiko und ich damals zusammen viel gehandelt haben und wo wir unsere Trades schon dokumentierten, als es noch keine Webinare gab. Die ganzen Beiträge oder Bilder gibt es leider nicht mehr, aber man kann, wenn man ein bisschen googelt, kann man diverse Sachen, die schon 15 Jahre alt sind, auch von Heike und mir noch finden, wo wir gemeinsam interagiert haben. Dann wollte ich zum Gold noch was bringen. Ich habe ja hier noch eine Folie euch vorenthalten. Und zwar Andreas, immer wenn du die Sapper wegwischst vom Mund, musst du sozusagen so ein Mikro wieder ansetzen. Ne? Das ist ganz wichtig. Ja. Na, solange du nicht mir wieder unterstellst, dass ich hier heimlich Bier trinke. Das war jetzt so ein bisschen der Nachsatz, das Lesen zwischen den Zeilen an der Stelle. Aber in der Tat, weil du warst manchmal so ein bisschen entfernt und bevor sich die Webinar-Teilnehmer hier schlechtens Verstehen äußern, da einfach mal der Tipp von mir. Aber lass mal raus, was du da vorbereitet hast. Wie gesagt, wir nähern uns auch so langsam dem Ausklang. Ich denke, der Markt pendelt jetzt bis zum US-Close aus. Das sieht zumindest technisch jetzt mal so aus. Ne? Das würde ich auch sagen. Und wir gehen heute nochmal ganz kurz, bevor du jetzt Gold nochmal zeigst, Euro, US-Dollar, der ein oder andere kennt ja da auch meine Devisen-Affinität. Mit diesem Close, den wir heute sicher machen, hat Euro, US-Dollar auf jeden Fall ein neues Verkaufssignal generiert. Die 1,10 ist sicher und ich würde sogar sagen, wenn jetzt nichts Dramatisches passiert, dann sehen wir mittelfristig wahrscheinlich auch die 1,085 ohne Gewähr. Aber der Trend ist sowas wie von einem Tag, dass, und die Volatilität aber auch sehr zusammenziehend, muss man sagen. Aber mit diesem neuen Mehrjahrestief, was du jetzt hier gerade zeigst, das ist schon eine Hausnummer. Und das wird auch eine Monatskerze, die wirklich schwarz und negativ ist. Wenn die sich nicht umkehrt im August, kann alles passieren. Dann glaube ich, sehen wir jetzt hier in dem Sommerausklang auf jeden Fall noch ein Stück weit tiefere Preise. Genauso sieht es aus. Das ist schon das Big Picture hier bis in die 90er zurückgerechnet. Da wird es jetzt schon wirklich sehr, sehr groß. Aber man sieht den übergeordneten Abwärtstrend seit der Finanzmarktkrise. Im Prinzip der Euro im absoluten Taumelmodus. Und man sieht aber auch die starke Volatilität, die es in früheren Jahren gab. Und die, ich meine, werden wir auch wiedersehen. Ja, aber man sieht auch das kleine, kannst du mal die Plus-Taste drücken, damit wir uns ein bisschen reinzoomen in die Candlesticks, genau, man sieht sehr schön die Kerzengrößen der einzelnen Monatskerzen und wie eng die Kerzen seit, ja man kann schon sagen, gerade Mitte 2018 wurden und jetzt die Kerze ist mal wieder richtig interessant, groß und bärisch. Jetzt muss man einfach mal sehen, ob die Dynamik anhält. Aber es bleibt spekulativ. Zinsen werden weiter fallen. Wie gesagt, Anlage, Notstand weltweit. Bubbles hier und da, gar keine Frage. Und wir dürfen mal gespannt sein, wie sich das noch weiterentwickelt. Aber der Finanzmarkt bleibt uns treu. Und was macht denn Gold? Was hast du denn da jetzt mitgebracht eigentlich?
Ja, vielleicht noch einen Satz zum Nachschieben beim Euro. Da finde ich es auch sehr, sehr professionell von dir, dass du nicht sagst, ah, ist so weit gefallen, so die letzten 1,5 Jahre, jetzt muss die Gegenbewegung kommen, sondern dass du sagst, nein, der Devisenmarkt hat einen Trend und ich springe eher nochmal auf den Trend auf und melke ihn noch ein Stück weit, solange er läuft, als dass ich hier versuche, den Hero zu spielen und gegen den Trend zu agieren. Das kann man intraday tun, auf alle Fälle, aber gerade bei Devisenmärkten gegen den Obertrend zu spielen, ist tödlich einfach. Und da machst du das genau richtig. Und ja, der Erfolg, den sieht man ja dann letzten Endes auch auf deinem Konto. Ich habe hier noch so ein paar alte Linien drin aus dem Tageschart, wo ich das mal versucht habe einzufangen, wo ich auch zwischenzeitlich dachte, hey, könnt ihr mal ausbrechen, sah fast so aus letzten Monat. Aber gut, ist alles wieder Usus und wir kicken da unten weg. Das war auch eine Situation, man darf auch sagen, dass auch schaut mal bei eurem Broker nach, gerade Euro-Dollar, man spielt ja hier praktisch die zinsschwache Währung, also den Euro gegen die zinsstarke. Und wenn man hier auf ein fallendes Preisverhältnis, also sozusagen Euro ist noch short spekuliert, gibt es tägliche Zinsgutschriften. Die sind durch die heutige Leitzinsmaßnahme etwas geschrumpft, im Zuge dessen, dass der Zins von 0 bis eben Richtung 2 sich sozusagen angenähert hat. Aber man erhält hier, und diesen Trade hatte ich auch jetzt keinesfalls unter Daytrading-Sichtpunkten, ich meine, den ersten Short hatte ich im März gestartet, den zweiten jetzt im April und habe das auch als Swing-Trade angesehen. Also da bin ich jetzt meilenweit weg vom Andreas und sitze den Trade mit dem entfernten Risiko aus. Der ist allerdings auch schon auf Einstand. Wer es genau wissen will, mein Stopp liegt jetzt bei 1,1290 über den letzten Tageshochs im Juli. Wenn er darüber geht, wäre ich draußen, aber auch mit einem verdienten Risiko allein durch Swaps. Das muss man sich mal vorstellen. Also neben den Pips, die ich gemacht habe, ich bin bei 1,1320 rein. Ich müsste jetzt nochmal genau im Account gucken. Also ich habe den im leichten Gewinn abgesichert, den Trade, aber durch die Swaps habe ich komplett das Risiko schon reingeholt und das ist sehr, sehr spannend und interessant. Das ist eine Nebenkomponente, die am Devisenmarkt auch nicht ganz von ungefähr ist, dass man eben auch positive Finanzierungsgebühren hat. Nannte man früher auch Carry Trades, da konnte man noch viel, viel mehr Geld mit Zinsdifferenzen verdienen, als die eben noch größer waren. Aber Zinsen gibt es nicht mehr. Deswegen der Goldpreis, was hast du denn da mitgebracht? Gerade spannende Situation, weil auch beim Goldpreis ist es natürlich so, dass dieser von zinsschwachen Umfelden, oder Umfeld, was ist das für ein Wort, von einem zinsschwachen Umfeld massiv profitiert? Ja, ich habe vielleicht eine ein bisschen komische Haltung zu Gold. Also ich würde nicht in Gold investieren. Das ist nicht mein Fall, weil ich denke, ja, Gold kann man sich als Schmuck hinlegen, aber es gab auch Zeiten in der Geschichte, wo Gold einfach nichts wert war. Also meine Uroma hat für ein Laib Brot die Ehringe aus purem Gold hergegeben. Also das ist für mich keine Wertanlage auf lange Sicht und so dreckig wird es uns, denke ich, in unserer globalisierten Welt hier in Deutschland zumindest nicht gehen, dass wir Gold gegen Brot tauschen müssen. Was immer wieder gesagt wird, wenn Aktien steigen, fällt Gold oder andersrum. Ja, diese Korrelation, so richtig funktioniert die auch nicht mehr. Also kurzfristig vielleicht, heute hat man gesehen, Gold ist nach unten gekracht, US Dollar nach unten, Aktien auch. Spannend. Und wenn man das auf Sicht von einem Jahr sieht, ist da ja fast gleich Lauf zu spüren. Insofern würde ich lieber schauen, wo kann ich ansetzen, was ist vielleicht überbewertet und was sind realistische Renditen. Und wenn man sich realistische Renditen anschaut, dass der MSCI World auf eine Sicht von 40 Jahren 7,4% bringt und wir stehen jetzt schon im Dow Jones im laufenden Jahr bei 16% und im Nasdaq bei 25, dann hat er ganz schön viel Futter angesetzt. Also Liquidität hin oder her, die Luft ist sehr, sehr dünn und das, was wir heute gesehen haben mit den 300 Punkten nach unten, das kann auch mal 3-4 Tage ineinander passieren. Und da wollte ich einfach als Art Schlusswort einfach noch in den Raum werfen. Also ich bin kein totaler Bär, nicht falsch verstehen. Aber wenn so eine Dynamik reinkommt nach unten und gerade bei vielen Trading-Konten, die sind auf Kredit gestrickt und die Mehrheit der Positionen müssen dann zu einem bestimmten Level auch glattgestellt werden, dann appelliere ich einfach daran, nicht den Hero zu spielen und immer gegen solche Trends zu spekulieren. Das hat gestern Intraday im DAX überhaupt nichts gebracht und das würde auch, wenn es mal wirklich rauschen würde an der Wall Street, wenn das passiert, auch sehr ernüchternd sich aufs Konto auswirken. Das sollte man sich einfach mal vor Augen halten, was schon abgelegt wurde an Performance und was eigentlich realistisch ist. Ja, sehr spannend, ganz genau. Übrigens auch tatsächlich eine wichtige Maßzahl, die vielleicht auch nicht jeder weiß, aber die Top-Hedgefonds dieser Welt,
Warren Buffett, glaube ich, rangiert so bei 27% irgendwo rum, aber die bewegen sich alle so auf einer Jahresrendite um die 20%, und das sind eben die Top-Hedgefonds, und man hat ja in den letzten 10 Jahren eine Aktienhaus erlebt, wie es sie noch nie gab, und ich kenne viele, die wirklich erst seit 7, 8 Jahren, seit 5 Jahren Aktien kaufen, und die haben eben keinen Finanzmarkt-Crash oder keine Dotcom-Blase miterlebt, und das sind Wirtschaftszyklen, das sind normale Verhältnisse, und nach einer nunmehr doch 10-jährigen Hoss sehe ich, bin jetzt auch kein Mega-Bär, aber ich sehe die dunklen Wolken näher, als dass sie hinter uns liegen. Und sicherlich gibt es noch gute Renditen zu holen, aber wir haben auch schon wirklich was abgeliefert, und man muss einfach mal sehen, wie die Wirtschaft sich jetzt da auch weltweit entwickelt. Das ist ja auch das Spannende neben dem Intraday-Trading, dem Scalpen. Man muss immer so ein bisschen den Blick über die Tellerrandkante wagen, ja, und auch mal schauen, was sind das so Durchschnittswerte, wie ist der Markt gelaufen, meinetwegen, was passiert jetzt auch gerade mit den ganzen Handelsstreits. Ich meine, man muss nicht jeden Tag die Nachrichten lesen oder ob eine Drohne hier oder da abgeschossen wird, um Gottes Willen. Aber man muss einfach mal so einen globalen Blick haben, und das macht den Finanzmarkt natürlich insbesondere interessant. Also insofern, super Schlusswort. Auch Korrelationen können sich ändern auf jeden Fall. Hast du ansonsten noch eine Botschaft, die du uns zum Abgang mitgeben willst? Weil wir sind jetzt tatsächlich 1,5 Stunden bald on air, und das war meines Erachtens fast gar nicht so lange geplant, aber es war heute ein Volatilitätsfest. Und ich glaube auch, Andreas und auch alle Marktteilnehmer, dass die Volatilität, ich sagte das ja zu Beginn, wir sind historisch hier auf Tiefststständen. Und wie heißt das so schön? Man läuft, oder der Markt läuft die Treppe hoch und fällt aus dem Fenster. Das heißt, wenn es mal eine Korrekturbewegung gibt, die mal wieder nicht nur 2, 3 Tage oder 2, 3 Wochen läuft, sondern vielleicht, und das waren in früheren Zeiten so, 12 Monate, 18 Monate nur fallende Kurse, Blutbäder nach dem Motto, jetzt nichts mehr kaufen, alles geht den Bach runter, dann ist sicherlich wieder die richtige Zeit. Aber das ist auch eine Zeit, wo dann auch Daytrader wieder viel mehr Spaß haben, am Markt da zu partizipieren, wenn die Volatilität, wie heute gesehen, wirklich mal wieder richtig schön anzieht. Das stimmt. Also ich hoffe, man sieht auch im Chat, was ich noch reingepostet habe. Ich habe das nämlich jetzt recherchiert. Seit Juni 2009 ist die US-Wirtschaft 121 Monate lang stetig gewachsen. Also diese Phase gab es noch nie. Und insofern kann man mal drüber nachdenken, wo das Wachstum weiterhin herkommt. Also nur von Sky's the limit. Aktienrückkaufprogrammen wahrscheinlich nicht. Und ich würde mich freuen, das ist so mein Schlusswort. Ich gebe auch nochmal einen Link rein, wo ihr mehr zur JFD Bank erfahren könnt, wo ihr euch auch mal ein Demokonto aufmachen könnt zum MetaTrader, um das einfach selber mal zu testen, ob euch das Spaß macht. Und mein Schlusswort wäre quasi hier auf der Folie vorhanden, dass man nie vergessen sollte, die Disziplin beizubewahren. Dann ist alles möglich. Also analysiert den Markt, analysiere den Markt, definiere Kursschwellen, wo der Markt schon öfters war. Schau dir genau an, wie verhält er sich dort. Gib Orders ein, wenn du Ausbruchstrader bist, oder hab schnelle Finger, wenn die Bewegung losgeht, und drück rein in den Markt und werte das Ganze aus, weil sonst weißt du nie, was macht dich erfolgreich und was tust du in Zukunft, was in der Vergangenheit gut gewesen ist. Ja, also das alles fasse ich unter Selbstdisziplin zusammen, und dann können die Träume auch zur Realität werden. Sehr, sehr schön, Andreas. Da kann ich nur beifügen, nachdem du und ich ja auch schon viel Trading-Erfahrung haben, ich, wie gesagt, mich ein Stück weit aus dem Intraday-Trading rausgezogen habe, um eben auch JFD auf ein neues Level zu heben im deutschen Raum. Ich sprach vorhin ja auch von Investmentprodukten, wo man da auch hier und da sozusagen mitwirkt oder beziehungsweise das auch anregt. Ganz, ganz wichtig ist die Auswertung, liebe Leute. Kennt euren Erwartungswert, findet euren Trading-Handelsstil. Nicht jedem liegt Scalping. Man muss es auch nicht tun. Der andere mag es aber, wie gesagt, doch kurz fristig aktiv zu sein, kann nicht über Nacht schlafen, wenn noch ein Trade offen ist. Das muss man für sich rausfinden. Trading ist da sehr individuell, und Trading kann man nicht an einem Wochenende lernen, über Nacht oder mit einem Buch. Das ist wirklich, ja, man sagt, vergleichbar mit dem Studium, vergleichbar mit einer Zeit der Ausbildung. Also man redet hier schon über Monate, wenn nicht sogar Jahre, um seinen Stil zu finden. Nehmt euch die Zeit. Der Andreas hat einen Link reingepostet. Infos zu uns, Demokontos, auch bei uns keine Begrenzung. Wenn ihr einmal im Monat handelt, dann wird das Demokonto auch nicht aufgelöst. Das könnt ihr 15, 20 Jahre lang nutzen. Könnt es immer wieder resetten, verschiedene Kontogrößen einstellen. Oder wenn ihr den Live-Handel bei uns wollt, wie gesagt, kostenlosen Aktien, alles im Portfolio. Ich will euch da gar nicht groß langweilen, weil ihr wart schon wirklich lange dabei. Wer wirklich informiert sein will, schaut auf unsere Seite. Wir haben alle Infos dort komprimiert. Ansonsten schreibt unserem Support gern, wer da das ein oder andere noch haben will. Und im Rahmen des Webinars, ob es das Webinar noch gibt,
Trading im Nebenberuf, kann ich sagen, da werde ich sicherlich, ich weiß nicht, ob du das als Service anbietest oder als Coaching-Webinar oder ob es da eine Aufzeichnung gibt, aber da können wir sicherlich für den einen oder anderen Webinar-Teilnehmer eine Session schnüren, wo du praktisch dann Klar. das Trading im Nebenberuf vielleicht auch nochmal in einem separaten Kurs anbietest für JFD-Kunden sozusagen dann zum Vorteilspreis oder vielleicht sogar völlig kostenfrei. Wer da also Interesse hat, mal hier der Aufruf, einfach im Support schreiben, Coaching-Interesse, Andreas, dann leiten wir das gern weiter und initiieren da sicherlich ein schönes Paket, sodass ihr da auch alle abgeholt werdet. Ne? Gerne. Und vergesst nicht, ihr braucht nicht den ganzen Tag davor zu setzen, auch nicht schon gar nicht im Nebenberuf, sondern da reichen manchmal an den wichtigsten Events teilzunehmen, 2 Stunden Abendhandel an der Wall Street und sich dann dort was aufbauen. Und wenn es funktioniert, wenn es klappt, kann man das Ganze immer noch hochskalieren. Das ist jederzeit möglich und man muss es einfach nur tun. Anfang hat 3 Buchstaben, tun. Oder? Meine Güte, du könntest ja fast auf die Motivationsbühne neben Jürgen Höller und Co. treten, um sozusagen die Stahlstange zu biegen, wenn nicht gar zu brechen. Aber ich sage dir auf jeden Fall, danke für die Teilnehmer. Wie gesagt, Teilnahme, ich habe auch schon ein bisschen den Wurm in der Zunge. Aber im Endeffekt, wunderbares Webinar. Du hast heute mal einmal mehr bewiesen, und das habe ich nicht zum ersten Mal erlebt, wie du den Markt live scalpst. Das muss man neidlos anerkennen. Der ein oder andere mag es irgendwo unverständlich finden, aber ich habe es wirklich schon unzählige Male erlebt, solange wir uns schon kennen. Ich freue mich, dass du heute mein Gast warst, unser Gast warst, Andreas. Hoffe da auf eine weitere Zusammenarbeit langfristiger Natur. Das haben wir ja, wie gesagt, schon geebnet, den Weg. Und wie gesagt, nochmal an der Stelle, der Andreas ist in diesem Jahr und ich gehe davon aus, auch in langfristiger Zeit betrachtet, uns immer ein treuer Gastsprecher, Webinar-Teilnehmer, Trading-Room-Teilnehmer und insbesondere für die FED-Events da. Die nächsten gibt es im September, im August ist Pause. Stimmt's, Andreas, soweit ich das auch auf der Agenda habe? Das heißt, im September gibt es dann auch wieder einen FED-Event, wo es dann vielleicht um die nächste Leitzinssenkung geht. Ich muss dann erst nochmal auswerten, sozusagen, was Mr. Paul sozusagen immer noch sagt. Im Übrigen, die Pressekonferenz läuft immer noch. Also wir haben sozusagen jetzt langsam Mr. Paul überstanden. Und insofern würde ich sagen, du hast schon das Schlusswort verfasst. Disziplin an den Märkten, Disziplin im Leben ist sicherlich das, was wir alle uns immer wieder bewusst sein machen, auch wenn Disziplin irgendwo zwischen Durchfall und Zahnarzt ist. Aber ohne Disziplin geht es nicht weiter. Und insofern vielen Dank für die Teilnahme, Andreas, nochmal. Vielen Dank für euer Durchhaltevermögen, für das Riesenauditorium, was wir heute hier hatten. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, bitte im Nachgang an unsere E-Mail-Adresse, an die Adresse von bernecker1977.de. Blend doch nochmal kurz ein. Genau, da ist er, der Bernecker. Da bist du zu sehen. Deine URL im Internet hat genau dieselbe Kennung und da könnt ihr jederzeit mit dem Andreas in Kontakt treten. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Ich sage wirklich danke fürs Durchhalten. Wir hatten heute einen Mega-Action-Trading-Tag. Ich glaube, der war auch wesentlich besser als das letzte Mal mit Markus. Gottlob, dass ich das nicht als Moderator moderiert habe, das Webinar, weil heute war es wieder mal ein absolutes Fest und ich freue mich aufs nächste Mal. Alles klar. Vielen Dank euch und bis bald. Bis bald. Horido, fette Beute euch allen und kommt gut in den Wonnemonat August. Wir schalten jetzt gleich ab. Ton geht offline. Andreas wischt sich sozusagen den Schaum vom Mund und allen, wie gesagt, Happy Trading, kommt gut in den Monat und in diesem Sinne schönen Feierabend.